gestern getrunken. Funktioniert das richtig gut. Ein Seil, ja, noch keine. Ja, ja, hallo. Herzlich willkommen. Tal des Schreckens. Ja, toll. Ja, Tal des Schreckens, genau. Deswegen die Indianergesänge, denn es geht um eine geheime Indianersage, kann man so sagen. Und ja, sollen wir mit Coverwürdigung oder mit dem Klappentext anfangen? Cover. Was ist euch lieber? Cover. Okay. Ja. Dann gucken wir das noch mal. Das war ganz anders. Hier haben wir ein Cover. Man sieht Vollmond. Ein Auto. Ein Auto. Gebirge. Ja. Ein eher bürgerliches Auto. Ja. Kann man so sagen. Also so nicht eine Limousine. Oder amerikanisches. Ja. Ein schwarzes Auto. Und im Hintergrund Felsen, wovon einer verdächtig aussieht wie ein Adler. Oder Flaschenöffner. Je nachdem. Ja, aber ich finde, das ist sehr stimmungsvoll gemacht. Ja. So nächtliche Atmosphäre irgendwo im Nirgendwo. Man sieht hier auch noch so ein bisschen so nebelig, ne? Ist nur so angedeutet, aber ja. Ja. Ist so die Frage, klar, wie kann man es besser machen? Es ist schön, doch wirklich. Also, und für den, der weiß, denkt sich, ah, guck mal, das ist ja der Adlerkopf. Ich finde auch. Es passt zur Stimmung von der Folge. Ja, wobei die Folge besser ist, als das Cover verspricht. Ich schon. Also doch, insgesamt. Das erinnert auch ja, so ein bisschen. Schwer. Kennt ihr noch das Cover von hier Tödliche Spur? Wo, Morten quasi seinen eigenen Tod inszeniert. Das erinnert mich so ein bisschen daran, auch wegen des Autos. Das könnte tatsächlich, ja. Da könnte man genau wegen dem Auto auch nochmal drauf kommen, das stimmt, ja. Das ist richtig. Ja, es ist für mich so in dieser Reihe auch, ich muss ganz viel in Erbe des Meisterdiebs denken, es ist halt dunkel irgendwie so. Ne? Stimmt, das ist sehr düster. Nicht so einfach. Das sind diese Cover, die ich auch gut finde, die so ein bisschen versuchen, die Geschichte zu erzählen. Die klassischen Edgar Rasch Cover versuchen das ja gar nicht, sondern haben ja meistens irgendwie nur so ein Symbol da drauf. Aber doch, ist ganz schön. Aber wer hat den Klappentext parat? Ich habe ihn parat. Mitten in den Magic Mountains wacht eine Frau am Steuer ihres Autos auf. Sie hat keine Ahnung, wo sie ist, ihr Kopf schmerzt. Das Einzige, an das sie sich erinnern kann, ist ein Indianer mit Adlerkopfmaske, der sie mitten in der Nacht aus dem Auto gezerrt hat. Die Polizei zweifelt an dem Verstand der Frau, doch die drei Fragezeichen glauben ihr. Todesmutig machen sie sich auf in das Tal des Schreckens und erleben die Horrornacht ihres Lebens. Das hört sich genauso an wie Nacht in Angst, oder? Die Horrornacht ihres Lebens. Das ist doch. Ja, ist auch schon mal wieder dick aufgetragen. Ich dachte, der Klappentext, den hat bestimmt Peter geschrieben. Das klingt so. Horrornacht und Todesmutig. Ja, ja, genau. Ja, so. Ja, also zumindest glaubt es am Anfang nur Peter, dass es todesmutig ist. Ja, es ist die Nummer 98, ne? So. Und damit die Folge davor ist Insektenstachel, wo es um diese Frau geht, die so eine Phobie vor Stechviechern hat. Ne? Mhm. Und die Folge danach ist Rufwort. Hatten wir ja schon. Ja, die wir schon hatten. Und Autor ist Ben Nevis, der ja, das ja ein Pseudonym ist, von dem keiner weiß, wer dahinter steckt. Ja, könntest du sein. Genau. Ja. Könnte ich sein. Ja, wahrscheinlich bin ich's. Ja. Am ehesten noch. Ich meine, ich lese ja auch die Bücher gar nicht. Das machst ja du. Ja, und das war ein super Buch. Super geschrieben. Top. Da gibt nicht Besseres. Der Mann hat den Nobelpreis verdient, sein euch. Yeah. Nein, manche denken, es handelt sich um einen Prominenten. Zum Beispiel Bastian Pasewka ist irgendwie im Spiel. Okay. Aber er selber sagt, er ist Journalist und einigen Leuten würde sein richtiger Name etwas sagen. Mhm. Und er wohnt im Rhein-Main-Gebiet. Okay. So viel hat er selber verraten, wohl. Manche denken auch, diese ehemalige Drei-Fragezeichen-Autorin, die Brigitte Johanna Henkel-Waldhofer, ja, die für die so ein bisschen geerdet hat, wisst ihr, habt ihr das gelesen? Die Drei-Fragezeichen haben ja mal so eine Erdung bekommen. So, da hat diese Waldhofer dafür geschrieben. Da sind, glaube ich, auch dann die Freundinnen aufgetreten und so weiter. Hatten sie auch Autos und so. Ja, genau. So diese Zeit irgendwie. Die ist nicht sehr beliebt. Also, weiß nicht, gibt wahrscheinlich welche, die stehen da voll drauf. Also, ich finde es nicht cool tatsächlich. Und auch Ben Nevis hat auch, ist für Todesflug. Das ja als eine der
Im Schlimmsten gilt, ne? Kann man so sagen. Ja. Ja, aber spannend. Wobei es auch Menschen gibt, die Todesflug mögen. Ja. Und er hat Dick Perry ja erfunden. Stimmt. Ja. Dick Perry, ja. Der Schnüffler. Was ja schon geil ist. Also finde ich eine sehr bereichernde Figur ist. Ich finde auch den Namen Dick ist schon ziemlich Dick cool. Perry, genau. Ja, was mir noch aufgefallen ist, dass halt dann das Hörspielskript irgendwie der André Meininger gemacht hat hierfür und wohl ja auch für die Geräuschkulisse zuständig ist. In dem Spiel. Das ist ja auch der Haus- und Hof-Umschreiber, glaube ich. Und ne? Das ist halt wirklich auch in der Folge einfach mega gut, was an Geräuschkulisse und so da kommt. Ne? Ganz stark. Ja. Zum Beispiel der Schrei. Habt ihr den mitgekriegt? Den Schrei? Wenn Justus zu Debbie sagt, du bist gar nicht gefahren. Und dann hört man im Hintergrund so Ja. Okay. Wo ich denke, was ist denn das? Das soll irgendein Tier sein, oder was? Papagei auf Aids, auf Acid, Entschuldigung. So, du hast noch einen Versprecher, gut, Hanno, glaube ich. Ach so, ja, den kriege ich schon hin. Heb sie dir auf für später. Im Laufe der Zeit. Ja, genau. Er spielt im Medienmilieu. Wie Rufmord danach. Ist Rufmord auch von ihm? Ich weiß es nicht. Nein, oder? Von wem ist Rufmord? Wer weiß es? Stell doch Fragen, die jemand hier beantworten kann. Also nicht von ihm. Seine sehe ich hier gerade. Aber auf jeden Fall, es spielt im Medienmilieu und es beginnt alles mit einem Telefonanruf, den Justus bekommt. Hallo Onkel Titus, bist du's? Onkel, nein! Nämlich Miss Sullivan, Mrs. Sullivan, verheiratet. Mrs. Sullivan meldet sich bei ihm und die Nummer hat sie von Inspektor Cotta bekommen. Der gedacht hat, die Freaks, die schiebe ich mal alle schön zu den drei Fragezeichen ab. Ne? Ja, es wirkt ja auch erstmal so ein bisschen freakig, wenn sie dann ankommt. Ja. Sie ist auf der Suche nach verloren gegangenen Stunden. Ja, das klingt so ein bisschen nach, ich habe ein bisschen zu viel getrunken und weiß nicht mehr, wie ich in meinen Bettkasten gekommen bin. Okay. Und warum ist da ein Döner in meinem Gesicht? Irgendwie fehlt mir Zeit. Ich weiß nicht, ob irgendwas passiert ist oder nicht. Vielleicht ist was ganz Schreckliches passiert. Vielleicht auch nix. Könnte auch K.O.-Tropfen quasi gewesen sein. Ja, ist es ja eigentlich auch. Ja, aber klar, sicher. Aber so dieses vielleicht ist auch rein gar nichts passiert, das widerspricht sich ja schon so ein bisschen mit dem, was sie ihnen dann später erzählt. Ne? Also so rein gar nichts ist ja schon, naja. Ja. Aber er sagt ja auch komischerweise, dass er das erst besprechen muss mit seinen Freunden, ob sie helfen können. Also das irgendwie haben die gerade so, hat er gerade so einen basisdemokratischen Anflug, der Justus. Wobei, das haben die schon mal öfter, ne? Also auch so in den älteren Folgen und so. Ja, er macht ja dann schon das, was er denkt, was richtig ist. Und Peter sagt oft genug, nee, lass was. Und er sagt, oh, komm. Ja, aber ich meine, in China wird auch gewählt. Das ist das Zitat der Folge für mich. Ja, es wird auf jeden Fall relativ schnell eine Verabredung ausgemacht, ne? Für den nächsten Tag im Hooter. Hooter wie die Hupe. Ich dachte eher ein Hooters wie die Hupen. Aber ja. Ich war Hooters ist schon dieses. Ja, das ist dieses, wo die leicht bekleideten jungen Frauen mit großen Brüsten servieren. Ja, genau. Super Treffpunkt. Ja, aber ich weiß nicht, wer weiß, vielleicht ist das auch eine Anspielung. Also vielleicht ist das so ein bisschen witzig gemeint auch. Ja, wobei wahrscheinlich ist es, kennen wir das einfach nicht. Und es gibt auch Hooter, ist auch eine berühmte Kette da, wo es diese Cadillacs da gibt. Das ist ja ein bisschen so wie bei Pulp Fiction. Ja, stimmt, wo die in diesen Autos sitzen. Quasi. Ja, in 50er-Jahre-Autos sitzen. Ja, auf jeden Fall, sie verabreden sich und sie holen sie ab. Bei Sundown TV. Dreigeschossigen Gebäude. Dreigeschossig, ja. Dreigeschossig. Ja, das habe ich mir gemerkt, weil es erwähnt wird. Ich dachte mir so, okay, danke. Das ist jetzt gar nicht so groß, ne? Nee. Eigentlich hatte ich mir das jetzt viel größer vorgestellt. Naja, ich meine, was mal beim WDR hier nach? So riesig auch nicht. Dreigeschoss, ne? Ist ja Erdgeschoss, erstes, zweites, drittes, oder? Weiß ich nicht, ich würde sagen Erdgeschoss, erstes, zweites. Das sind drei Geschosse. Ja. Zählt das Erdgeschoss? Ich glaube, der Keller zählt nicht mit. Ja. Egal. Auf jeden Fall holen sie da ab.
Ne, und Bob parkt mit seiner Schrottkiste erstmal irgendwie, also mit seinem Charakterauto, erstmal auf Geheiß von Justus irgendwie den Chefparkplatz zu. Genau. Also er stellt sich voll dreist auf den Reserviertparkplatz mit den Worten, ach, wir sind doch gleich wieder weg. Und dabei fährt er auch noch fast jemanden über den Haufen. Also das stelle ich mir dann auch schon echt witzig vor, wie die drei da irgendwie in so einem alten, das ist ja Käfer, ne? Da angeguckt, kommt jemand fast über den Haufen fahren und sich auf den Chefparkplatz stellen und da aussteigen. Jo. Ja, und prompt passiert es auch. Kaum sind sie drin, also sie überfahren erst einen beinahe, ne, der sie da anmotzt. Hast du auch mit deiner Schrottkiste? Ja, und darüber regt er sich noch auf und dann werden sie zugeparkt von Mr. Kenny, der dann tatsächlich kommt, der Chef von Sundown TV. Aber wie muss ich mir, was stellt ihr für Sundown TV? Ist das so eine Klitsche in eurem, oder ist das ein großer Sender? Die haben ja so eine 100.000 Dollar Gewinnshow. Also ich habe da jetzt was eher Größeres. An so einen großen Sender gedacht. Ja. Deswegen bin ich auch von diesem dreigeschossigen Gebäude so überrascht. Für mich hat das eher so RTL... Wer weiß, wie groß jedes Geschoss ist. Du Fuchs. Mega Grundfläche. Ich hätte gedacht, Sundown TV, das hört sich so wie... Also jetzt nicht NRW TV oder sowas. Ja, ne? So hört sich an. Das ist schon, glaube ich, ein großer... Ja, Sundown ist natürlich auch so die Senden abends. Ne? Ja, das ist schon komisch. Ne? Das sind ja auch nachher alles, das sind ja schon Leute mit Einfluss und Geld und echten Luxusproblemen, ne? Dass man sich sowas ausdenkt. Menge Geld, ne? Haben sie schon, ja. Und insofern wird das keine kleine Regionalfernsehen-Klitsche sein. Nee. Naja. Aber Mr. Kelly hat auch ein entsprechendes Ego. Ja. Und ein entsprechendes Auto. Ja. Und eine entsprechende Empfangsdame, genau, die ja auch schon irgendwie ziemlich schnippisch und. Keine Zeit! Ja. Ja. Genau, also er parkt sie zu und sie sprechen ihn dann im Aufzug, versuchen sie ihn anzusprechen, ne? Aber es gelingt ja nicht irgendwie. Szene. Der bügelt sie ab, mit welchen Worten nochmal? Du warst das! Na, vielleicht nehmt ihr euch ein Taxi, wenn euer Geld überhaupt dafür reicht, ansonsten heißt es laufen, laufen, laufen! Stimmt, genau. Ich hab Wichtigeres zu tun, Roms raus! Ja. Und hab ich das richtig verstanden? Sagt Bob da bekackter Affe? Oder hört sich das nur so an? Ich glaube, er sagt beknackter Affe. Also ich fand es super geil, aber selbst beknackter Affe wäre ziemlich geil, oder? Also ich habe hier, als der Dings das ihm zurückgeben will, diesen Schlüsselanhänger, dann sagt er, was denn diesem Affen? Ja, ja. Das sagt er dann. Aber vorher sagt er auch sowas. Bekackter oder beknackter Affe. Super geil. Wir denken, komm, das ist, er sagt garantiert beknackter Affe. Ja. So. Ich bin gerade bildlich vor. Aber auf der anderen Seite, was denken sie sich denn? Sie parken im Geschäft zu. Ja? Beziehungsweise, also ich finde eigentlich aus meiner Sicht, als ich bin jetzt kein Parkplatzbesitzer, aber wäre ich einer, ne? Hätte ich gedacht, endlich mal einer, der durchschreift. Ja, so. Ne? Und das mal macht. Naja, ich meine, also... Ja, Justus sagt ja auch nachher so, naja, wahrscheinlich hat er es leid, dass ständig irgendwie sein ja, dann hätte Justus halt auch mal denken sollen, bevor er zum Bob sagt, parkt auf jeden Fall, wir sind ja gleich wieder weg. Ja. Also die Träger ist er trotzdem nicht, ne? Also, nee. Aber muss er ja auch nicht. Also er hat ja in dem Moment erstmal nichts falsch gemacht. Er hat es ja eigentlich, ne? Bestimmt. Er nimmt es ja locker. Also ich finde, er nimmt es vergleichsweise locker. Er könnte ja jetzt auch irgendwie einen Abschleppdienst rufen und die da wegschlüren lassen und was weiß ich. Und irgendwie sowas. Nö. Der stellt seine Karre einfach davor und denkt sich, was ist deren Problem? Ja. So, ist doch nicht mein Problem jetzt. Das stimmt, ja. Ich kenne auch. Ich weiß, vielleicht ist das, also ich finde, alle da in dem Sender sind halt extrem griesgrämig und unfreundlich und abweisend. Ja, genau. Als nächster Mr. Martin. Na, wo ist denn wieder meine Brille? Genau. Mrs. Anderson, nee, wie heißt sie? Doch. Mrs. Brighton. Genau. Ja, das ist auch eine spannende Sache, ne? Tatsächlich, Miss Sullivan, Miss Brighton, also wir haben zweimal Sender, zweimal ist die Auftraggeberin quasi so eine Untergebene von einem. Ja, Miss Sullivan ist also bei ihrem Chef, dem Mr. Martin, da und sie ist auch etwas auch verärgert, oder? Als sie die drei reinplatzen sieht. Ja, wobei sie, finde ich, da das sehr nachvollziehbar ja auch noch löst und so sagt von wegen, ey, ich hatte eigentlich gedacht, ihr wartet unten auf mich. Das ist gerade so ein bisschen unangenehm, dass ihr hier so reinplatzt. Ja, verständlich. Mhm. So, das ist ja auch irgendwie sehr verständlich. Und, ja, aber sie ist auch sie ist schon verärgert, habe ich richtig rausgehört, oder? Ich hätte so ein bisschen. Ja, jetzt nicht nachhaltig angepisst.
würde ich mal sagen, sondern eher so, ja, ne, blöde Situation, nicht cool. Sie fühlt sich da halt so. Ja, aber selber auch sichtlich unwohl, weil, ne, wie der Mr. Martin ist ja auch echt ruppig und so. Dann dachte ich mal, gehen Sie mal in Pause, ich bin ja froh, dass Sie überhaupt wieder arbeiten und so. Also das Betriebsklima scheint da ziemlich kacke. Ja, ich glaube auch, da kriegst du schnell eins drüber. So, ne? Und dass sie dann natürlich irgendwie auch mit ihrer Geschichte jetzt nicht unbedingt da noch hausieren gehen will und das cool findet, dass die Leute, also dass die Jungs da ankommen. Ja. Kann ich schon nachvollziehen. Das ist ja, glaube ich, einfach unangenehm, ne? Ja, da entstehen Fragen. Ich verstehe aber auch nicht, warum die so indiskret da sind. Ich meine, sie haben ja wahrscheinlich ausgemacht, dass sie unten warten sollen. Und sie gehen da hoch, wir sind mit der verabredet. Ich meine, das ist irgendwie schon auch ein bisschen frech alles. Wenn die wüsste, dass die auf dem Parkplatz von Mr. Caddy parken, würden die wahrscheinlich vollkommen wie aus. Und je, ne? Und dann laufen die dem einfach noch in den Aufzug hinterher, dem Chef da und was weiß ich. Also die sind dann schon ja aufdringlich. Oder ne? Hier aufs Maul, wenn du nicht so laut dann ja. Voll die Rüpel. Fast der KKG, ey. Ja, sie entschuldigt sich jetzt. Sonst hau ich zu. Genau. Ja. Ach stimmt, das ist voll der TKKG-Moment. Ja, ne? Ja, nee, aber auf jeden Fall, sie gehen dann mit der... In Sullivan, der Sullivan, ins Hutor. Genau. Und sitzen da und sehen dann auch direkt an der Theke beim Bier schon wieder den Typen sitzen, den sie eben auf dem Parkplatz irgendwie fast umgefahren haben. Den Sauertopf. Der irgendwie sagt, die Anne Sullivan ja auch gerade noch einen Termin bei ihrem Aufnahmeleiter hatte. Ja. Und man kennt sich. Ja, der war eben bei Mr. Martin, aber der hat ihn rausgeschmissen. Ja, ist und dann nach unten begleitet, sagt sie. Ne? Rausgeschmissen sagt sie gar nicht. Ja. Ja, und dann bekommt sie die Visitenkarte überreicht. Obligatorisch, ja. Können wir jetzt mal klären, aber es Recherchen heißt. Da macht er diesen Witz, ne? Das heißt eigentlich Recherchen, aber das macht er nicht. Der alte Schleimer. Das war ein Labyrinth der Götter, ne? Der hat, ja. Also ich finde, da ist er wieder so, hallo, ich bin Bob. Bis Sullivan. Ich erinnere mich an Miss Franklin. Ganz deutlicher kleiner Gag für die Fans, so, ne? Ja. Das ist schon so sehr mit so Augenzwinkern, dass man. Ja, aber so als so im Womanizer-Tonfall, dass er echt dahin schmilzt. Ne? So. Ja. Ja. Miss Sullivan erzählt dann, wie sie auf der Rückreise von Silver City durch die Magic Mountains fuhr. Die war verabredet mal mit ihrem Cousin oder so. Neffen, glaube ich. Neffen, ja. Und es ist früher zu Ende gegangen, was ich nochmal wichtig finde nachher. Ne? Also sie ist wesentlich früher zurück, als sie ursprünglich vorhatte, oder nicht? Ah, du hast recht. Interessant. Ja. So. Und sie sagt, es war aber immer schon ihr Wunsch, mal durch die Magic Mountains zu fahren. Und sie wollte diese Berge unbedingt einmal durchqueren. So mutig erscheint sie mir gar nicht. Also, dass sie so eine, also da hatte ich bisher nicht so den Eindruck, als wäre sie so eine Abenteurerin. So die Stimme bricht so oft. Also allein ihre Stimme vermittelt ja ganz große Unsicherheit an ganz vielen Stellen. Also auch schon oben bei Mr. Martin, ne, in der Aufnahmeleitung. Und dann, keine Ahnung, wenn dann die Getränke kommen und so. Ne, alles immer total verlegen und verhuscht irgendwie alles so ein bisschen. Also sie macht mir einen eher ängstlichen Eindruck. Aber vielleicht ist ja das genau der Grund, warum sie immer mal nachts durch die Berge also fahren wollen. So, tatsächlich, wo man erst mal denkt, oh echt, hätte ich dir jetzt gar nicht zugetraut. So, und dass du da irgendwie so richtig Bock drauf hast. Aber weiß ja auch jetzt gar nicht, nach so einem riesen Abenteuer erstmal klingt. Ich meine, das ist ja im Prinzip eine stinknormale, befahrbare Straße. Irgendwie offensichtlich ja auch irgendwie eine bekannte Strecke, wo man sagt, okay, da lohnt sich mal so ein Ausflug. Ich weiß nicht, wie viel Mut man dafür jetzt bräuchte. Ich meine, es ist dann doch anders gekommen, als man sich das so vorgestellt hat. Aber wobei sie, das finde ich ja auch nachher schön, sagt, dass so diese Gedanken von Angst und Sorge natürlich auch eigentlich erst in dem Moment wie aufs Stichwort kommen, wenn man so mittendrin ist. Ne? Ja. Und ich glaube, vorher hat sie dich da gar nicht so Gedanken drum gemacht. Das ist wie beim Gespensterschloss. Achte genau darauf, wie weit deine Empfindungen von Angst und Beklemmung reichen. Ja, oder es ist schon panische Angst, genau. Ja, sie hat wohl aber von diesem Indianerstamm gehört, der da mal gelebt hat, ein gefährlicher Indianerstamm. Die Achipi. Die Achipi-Indianer. Und die, aber ja,
keine Ahnung, ja jetzt ausgerottet sind oder so. Man denkt das. Ist schon irgendwie krass, ne? So in Amerika, dass man da dann echt von ausgerottet, also in so einem Nebensatz sagt. Genozid also so, über Genozid. Ja, weißt du, so ausgerottet. Ja, genau. Das wird nachher auch, glaube ich, irgendwie so im Nebensatz vom Bob ja auch deutlich gesagt. So, ne? Die wurden dann irgendwie vertrieben und umgebracht. Ja, und so. Ja. Kennt man. Ja. In dem Zusammenhang habe ich nämlich geguckt, ob es die Magic Mountains gibt. Habe nichts gefunden. Habe aber die Black Hills oder so gefunden. Was ganz spannend war, weil die Indianer da tatsächlich auch ein Reservat gekriegt haben von den Weißen. Und dann haben die Weißen gemerkt, aber hey Mann, da gibt's Gold. Und dann sind sie da rein und haben gesagt, ach, ist uns so egal, dass ihr das Reservat bekommen habt. Und die Indianer haben geklagt, 1800 schießt mich tot. Und 2007 ist der Prozess zu Ende gegangen. Ja, und die haben Wer recht bekommen, dass es Enteignung ist, und man hat ihnen 107 Millionen Dollar zugesprochen. 107 Millionen? Und diese Indianer, die Sioux oder wie man das sagt, die haben abgelehnt. Und haben gesagt, wir wollen das wiederhaben. Wir wollen kein Geld. Und bis heute haben die das abgelehnt. Und inzwischen ist das auf, mit Zinsen auf 300, 800 Millionen. Und die sagen, nee, wir wollen das Ding haben. Wir wollten unseren heiligen Berg drüber. Da habe ich gehört, holla. Ne? Ja, das ist mal, das ist Haltung. Meine Haltung. Respekt, ja, wirklich. Ne? Aber das nur am Rande. Und das ein Schicksal, dass den Akipi oder Achipi, die das nicht machen konnten, dazu wurden sie einfach mit Mann und Maus ausgerottet. Ja. Aber wer weiß, ob sie in dieser Ecke nicht noch ein paar leben. Vielleicht haben sie sich ja in die Einsamkeit zurückgezogen. Da scheint es ja viel von zu geben in Amerika. Genau, und davon hatte sie gehört, die Frau Sullivan, über diese 100.000 Dollar schon. Genau, da muss wohl ein Kandidat gewesen sein, der irgendwie alles über die Indianerstämme und ihre Geschichte wusste. Und der hat dann ja wohl irgendwie auch erzählt von dem Fluch des Adlers. Genau. Ja. So. Das Fluch heißt, irgendwie die Indianer haben der Geschichte nach jeden, der ihr Land geschändet hat, mit einem Fluch. Welche Bilder hast du hier bekommen? Wie schändet man dieses Land? Das habe ich mir gerade überlegt. Ja, gut, wahrscheinlich. Man kann zum Beispiel nach Gold schürfen. Ah, ja, okay. Wahrscheinlich, wenn du dich ins Gebüsch hockst und da kacken gehst, wahrscheinlich reicht aber auch Betreten verboten, ignorieren oder so. Ich weiß es nicht. Ja, und dann kommt nämlich der Adlerkopf, guck dich an und dann wirst du zu Stein. Beim Scheißen. Genau. Ich dachte, wenn du vielleicht ein romantisches Tête-à-Tête mit einem Busch dort hast oder sowas. Ne? Das dann also romantisch ist nicht im Busch, sondern mit einem Busch. Okay. Oder mit einem Steppenbewohner dort. Ja, ich habe ja wie Schenten, wie eng legt man das aus? Ne? Ja. Ja. So. Gut. Also das liegt sowas im Auge des Betrachtenden. Ja. Das war also quasi, ja, also diese Indianer haben halt gut aufgepasst, dass du da nicht rumhängst, und haben dich dann mit dem Fluch belegt, dem Fluch des Adlers, und haben dich dann angeblich in Stein verwandelt. Ja. Genau, dann kam der Medizinmann, der hatte sich dann verkleidet, und dann wurde man irgendwie verflucht und versteinert. Instant. Ja. Vermutlich. Ja. Ja, es gibt ja so Sagen, ne? Ja. Und in dem besagten Tal des Schreckens, das, wo sich dieser Zauberfluch da wirklich verdichtet, da soll ja angeblich dann fast jeder Stein ein Mensch gewesen sein. Ist ja schon auch eine gute Geschichte eigentlich. Ne? Also wenn man da so durchfährt und man sieht halt, kennt man ja, Wolken gucken. Ne? Da siehst du ja auch immer irgendwelche Figuren drin und so. Gesehen, und wahrscheinlich ist das da, ne, eine schöne Landschaft, wo viele Felsen sind, die man assoziieren könnte mit Gesichtern. Ja, das ist eine gruselige Vorstellung. Ja. Ich finde, sie erzählt das ja auch hammergeil. Ja. Das muss man ja wirklich nochmal sagen. Ja, also so, und sie ist ja keine gruselige Stimme und kann es aber trotzdem total cool erzählen. Also das ist wirklich, und auch, wo sie dann erzählt, dass sie dann irgendwie aus dem Auto auch ausgestiegen ist und so, ne, dann fadet das ja so rein, wie das quasi, also sie erzählt es dann nicht mehr, sondern dann wird es halt zum Hörspiel tatsächlich. Und dann kommt es wieder zurück das, und sowas. Ein ganz gutes Stilmittel auch, was das nochmal sehr spannend mega macht. Gut, ja, mega das gut. Muss ich auch sagen, das war richtig gut, und das finde ich auch das, warum ihr jetzt da auch den anderen Mininger erwähnt habt, weil ich meine, das war ja seine Entscheidung, vermutlich, das zu machen. Und das ist absolut ungewöhnlich für drei Fragezeichen-Hörspiele. Die verlassen ja ihre klassische Hörspielwelt eigentlich nie. Ja, also. Ja. Und da eine Rückblende
einzubauen. Ist sicher schwer, aber es ist eben hier gelungen und das finde ich auch wirklich den Hammer. Aber zuvor, bevor sie das ja erwähnt oder das ja nochmal rückgeblendet wird, sagt sie ja noch, dass aber irgendwann sich ein Lastwagen, das ist das Einzige, was sie sich erinnert, dass sich ein Lastwagen vor sie setzt und ein Wesen sei ausgestiegen. Ja. Da war er! Der Adlerkopf! Es war er wirklich! So ungefähr. Und ich stelle mir vor, wie die da in diesem Hooters sitzen. Überall um die rum essen so die Leute, weißt du, und die erzählt da in der ähnlichen Lautstärke, in der Aufgebrachtheit. Ja, ja. Genau. Ja, ja, jetzt kommen erstmal die Männer mit den Jacken. Ja, das ist. Aber das ist mega gut gemacht, wie sie letztlich stellt. Es war Vollmond, sie fährt da so lang und dann am Anfang ist sie ja ganz klar in ihrer Erzählung und dann bröckelt das halt so weg. Wo sie sagt, dann weiß ich gar nicht, dann wurde irgendwie so dunkel, dann gab es da so einen Lastwagen und dann fehlt mir aber auch genauso dieses die Erinnerung und alles wird so schemenhaft. Ja, und als sie dann wieder wach geworden ist, saß sie wohl in ihrem Auto und es klopfte ein Mann an die Fensterscheibe. Und da kommt ja auch diese Einblende wieder mit dem Hörspiel. Ne? Und sie hatte die Kleidung zerrissen und sie hatte überall Schürfwunden und so weiter. Ne? Wobei lustigerweise diese Rückblende ja auch nicht kommt in dem spannendsten Moment, wenn der Typ mit dem Adlerkopf da irgendwie am Auto steht. Sondern eigentlich, wenn sie dann gefunden wird von einem irgendwie ja einfach recht harmlosen Passant, der ans Fenster klopft und sagt, ey, alles okay. Ich glaube, sie müssen mal irgendwie zum Arzt und so. Ne? Aber auch mit der Musik dann dabei, die da so hinter ist. Also so dieses Spannende, das teasert total. Ne? Das ist schon gut gemacht. Du denkst schon, oh Gott, was ist es? Ist der eigentlich verzeichnet, der Mann als Sprecher? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Mann aus der Wüste, Wilhelm Hornbostel. Hornbostel. Ja, also kürzeste Sprechrolle im Drei-Fragezeichen-Universum, oder? Ich meine, Puck, ja, Puck, der hat ja schon mehr gemacht. Schau mich nicht an. Ja. Aber das ist auf jeden Fall, man ist drin und denkt, Wahnsinn, das ist ja der Hammer, was sie erlebt hat. Ja. Das wird ja ein spannender Fall, was ist da wohl passiert? Ja. Und es ist, finde ich, schön, es ist wieder dieses unheimliche, mystische, das so aufzuklären sich gilt. Ne? Was steckt hinter einem Indianergeist? Jetzt sind Indianergeister nicht so meine Favorite-Geister, wo ich so als Kind auch hätte gedacht, Indianergeist. Weiß ich, wie es euch da geht, aber da ist bei mir so die kulturelle Kluft schon groß. Also Indianer und Geist, das ist nicht so, das verfängt bei mir nicht so wie jetzt Mittelalter und Geist oder. Ah, doch. Indianerfriedhof. Ja, schon. So Pet Cemetery und so, da seid ihr schon so. Indianerfriedhof und so. Ich meine, hier Stephen King hat Friedhof der Kuscheltiere auch mit altem Indianerfriedhof gearbeitet. Das finde ich auch nicht so. Das finde ich schon noch irgendwie gruseliger oder fand ich da auch irgendwie gruseliger als so Mittelalter. Weil Mittelalter habe ich oft so diese Bettlakengespenster eher assoziiert und Indianer ist noch mystischer, noch fremder. Ja, für mich ist so Indianer, das passt so gleich zusammen. Das ist wie wenn du so. Keine Ahnung, Indianer und Astronaut irgendwie. Hast du aber das Indianische hat ja dieses Spirituelle. Ja, von mir schon. Und das kippt dann halt in dieses übersinnlich Bedrohliche. Das ist irgendwie, also. Ja, ich glaube, dass das, okay, das hat bei euch, ich hätte jetzt gedacht, funktioniert nur bei Amerikanern. Also, so, weil das deren Geschichte ist. So, aber. Okay. Ich muss sagen, da ist die Folge ja auch noch lange nicht bei ihrem Höhepunkt so. Ne? Also was dann ja nachher kommt, ist ja irgendwie, das ist ja dann mehr als so ein Bild von Indianern. Also, da muss ich schon echt sagen, das ist für mich fast der Höhepunkt dieser Folge. Der erste Teil der Erzählung bei der Auftragserteilung, bis es dann losgeht. Grusel, ist halt atmosphärisch so dicht und top und das ist schon, also ich weiß nicht, ob das Ende mich dann so befriedigt. Kein gut, aber aber ich weiß, was du meinst, vom Grusel her tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist das natürlich der Gruselhöhepunkt. Ja, aber auch die Atmosphäre, die ich finde auch die Sprecherleistung, die Atmo, das ist alles ein mega geiles Gesamtpaket. Trotz bis Hutos, hierhin. Ne? Ja. So, weil das ist ja alles in einer, ich sag mal, eher quirligen Umgebung. Ja. Aber es ist zumindest mega, mega stark gemacht. So. Ja.
Genau, und die N sagt ja dann irgendwie, klar, ne, ich bin dann halt am nächsten Morgen wieder aufgewacht, bin zum Arzt, soweit auch alles okay, aber ich irgendwie, ne, Freunde, ja. Kollegen, keiner wollte mir so richtig glauben. Polizei auch nicht richtig. Polizei. Zumindest hat er mich aber nicht ausgelacht, nicht gleich ausgelacht. Wobei man Kotter das zutrauen würde, ne? So viel raus hier. Ich hab Mittag jetzt, komm hier. Ja, genau. Ich wollte gerade was essen. Donut. Und sie sagt halt, dass sie genau mit von diesen Erinnerungsfetzen, die halt immer wieder kommen, mit irgendwie Mann mit Adlermaske und irgendwie Lastwagen oder so, sie kriegt das nicht zusammengepackt, ja. Aber immer wieder kommen so Dinge in ihr hoch. Und das treibt sie natürlich unverständlich. Ja, und sie sagt ja auch dann so, und ich hatte ja schon fast überlegt, ob ich nicht wirklich den Verstand verloren habe, wenn das hier nicht wäre. Ja, ja, das stimmt. Das, der Adlerkopf. Der Adlerkopf. Der Anhänger mit dem Adlerkopf, der zum Fürchten auch wirklich aussieht, wie, glaube ich, Bob feststellt. Ja. So, den hat sie in ihrem Auto gefunden. Und da ist natürlich, da wäre jetzt mal an meiner Stelle... Also wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich auch sagen, okay, reicht jetzt. Klar. Ne? Ja. So, ne? Wobei, ich glaube, im Buch sagt sie auch, dass die anderen denken, sie hätte sich den gekauft. Also, ja, das ist eine logische Erklärung. Aber da hast du aber gute Freunde, wa? Also, ich weiß nicht genau, aber ich meine, irgendwas so ist da drin, dass auch das nicht ausreicht. Das könnte ja ein Freund sagen, guck mal hier, alle Kopf, ne? Ja. So, ja, aber ja, klar, es ist natürlich eine scheiß Situation, wenn dir dann niemand glaubt. Ne? Ja. So, und da bist du natürlich, wenn du so, sag ich mal, fallgeile Detektive hast, ne? die dir sofort glauben. Ja, die sind auch mega gefesselt sofort. Ja. Ne? Also die sind, ich meine, Justus ist sofort begeistert, wie detailliert sie erzählt, wie gut sie beobachtet hat. Und Justus und Bob und Peter sind sofort auch von der Atmosphäre gefangen. Peter hat sich ja fast in die Hose gepisst. Ja. Ja. Wobei, sie bringen sie ja dann zurück zu Sander und Tilly und rekapitulieren in der Zentrale nochmal alles. Und das Auto ist auch weg, ne? Also der Chef hatte keine Zeit und der ist auch schon wieder weggefahren. Die müssen jetzt nicht laufen. Ja, genau, haben Glück gehabt. Und da ist es ja so, dass Peter sehr viel erzählt, ne? Also sehr viel zusammenreimt auch. Und er übernimmt witzigerweise auch die Aufschreibarbeit. Ist euch das mal aufgefallen? Ja. Weil Bob quatscht im Hintergrund. Wiederholt er das, was Justus sagt? Ganz seltsam irgendwie. Und dann kontrolliert er, ob Peter auch alles mitgeschrieben hat. Wann ist er? Hat er die Hände gebrochen oder so? Also, es war ganz komisch. Ja, aber ich finde, Peter macht das schon auch zu Recht, so eine Assoziation auf von so Indianer- und Kräuterkunde Richtung halluzinogene Pflanzen und sowas. Genau. Vielleicht gibt es da den Ursprung. Des hier klingt ja auch ein Nein. Ja, okay, der kennt sich aus, der Peter. Das kommt ja erst noch. Ja, okay. Also, aber ja, vielleicht hat er sich da schon für psychogene Substanzen interessiert, der Peter. Wer weiß, was der Jeffrey ihm alles erzählt hat. Wie gut das alles läuft. Ja, Bob meint aber, sie müssten auf jeden Fall den Mann ausfindig machen, der Miss Sullivan gefunden hat. Ne, ob der nicht noch was Spannendes sagen könnte. Und Justus meint, dass sie natürlich auch aus dem Kandidaten der 100.000-Dollar-Show nochmal suchen müssen, dass der ihnen noch mehr über diese Legende erzählen kann. Und es steht ja auch sofort fest, dass es eigentlich Richtung Magic Mountains geht. Ne? Also sie das sollen direkt schon eine Karte besorgen und sich das mal angucken. Ja. Woraufhin wieder der Peters Klassiker kommt. Nee. Und dann erstmal vor. Ja, das stimmt doch aber gar nicht. Der lügt wieder. Also das ist so, Justus immer den versucht Peter schon immer zu verarschen. Also immer so, wir wollen jetzt nur einfach mal gucken. Das steht doch schon fest. Für den Justus steht doch schon ganz klar, wir fahren in die Magic Mountains. Ja. Das hat. Das ist ein Running Gag, wie mit BA und Fliegen. Genau. Ja, klar. Ne? Aber das soll doch nichts zu tun, als wir den. Ne? Also, ja. Soll er sagen, ja, Peter, da will ich dahin, du kennst mich. Ja, könnte Peter ja eigentlich auch wissen. Peter ist ja Detektiv. Weißt du, der könnte ja rausfinden, Moment mal. Justus hat mich jetzt schon, weiß nicht, 98 Mal verarscht. Dann wird das jetzt wahrscheinlich. Ja, aber vielleicht hat Justus ja eigentlich versprochen, sich zu bessern.
Und hat deswegen auch zu Miss Sullivan am Anfang gesagt, da muss ich erst mit meinen Kollegen besprechen. Das haben wir so im Plenum abgesprochen. Ja. Ja. Am nächsten Tag. Ne? Dann kommt so ein kleiner Zeitsprung und es wird dann zusammengefasst und erzählt, was Bob alles so Tolles getrieben hat. Ja, genau. Ne? Bob hat nämlich dann mit dem Mr. Taylor von der Show, glaube ich, dann telefoniert. Nee, er erzählt. Nee, ja, das hat er auch. Er hat mit dem, nicht mit dem Taylor, sondern mit dem Experten. Bobs Vater. So war das. Bobs Vater wurde nämlich von Mr. Taylor angerufen. Genau, von dem, genau. Der da beinahe überfahren wurde, der bei Sundown TV war. Und da ist es halt so, dass er ja Bobs Vater ja berichtet, dass der eine ähnliche Geschichte erzählt hat. Genau, von so einem Bärenmenschen, ne? Ja. Genau, und wollte Geld dafür. Und da haben sie, glaube ich, in der Redaktion dann gesagt, nö. So. Für so einen Scheiß sagen wir nicht. Ja, im Buch ist es so, dass Bobs Vater dem schon geglaubt hat, dass aber der Rest der Redaktion gesagt hat, nee, so ein Quatsch, und wenn der Geld will, der will sich nur wichtig machen. Irgendwie, ne? Ja, genau, und Bob ist aber dann nochmal persönlich zu ihm hin. Ja. Und da hat dann aber Mr. Taylor letztlich gesagt, ne, vergiss das mal alles, ich wollte mich nur wichtig machen, und hat so eigentlich einen Schwanz eingezogen. Genau. Und im Buch, da gibt es, das Buch weicht nicht in vielem ab, muss man wirklich sagen. Also sehr gut geschnitten, die unwichtigen Sachen eigentlich. Aber da ist es so, sie treffen sich mit diesem Taylor, und dieser Taylor ist so ein heruntergekommener Typ, der dann auch auf deren Kosten da säuft, Bier säuft auf diesem Treffen und ihnen dann weiß Gott was erzählt, und er sagt, ja, aber mehr erzähle ich nicht, sonst wisst ihr ja schon alles. Und dann sagen sie, ja, wir können dich ja bei Sundown TV unterbringen. Und dann sagt der, Sundown TV, da war ich doch schon. Ne? Mhm. So, da erkennen sie nämlich erst, dass er das ist, tatsächlich. Ah, okay. Ja. Sundown TV, da war ich doch schon. Und dann sagen die, ja, aber wir kennen den Chef, den Mr. Caddy. Ja. Und er sagt, wir haben dem schon mal ein Auto zugeparkt. Genau, wir sind so dicke mit dem, dass er uns schon mal angefurzt hat. Guck mal, wir haben sogar was von dem. Ja, und sie sagen, wir machen dann Kontakt klar, aber ein paar Tage später ruft er selber sie an und sagt, vergesst das alles, ich habe gelogen. Ne, so, ja, okay. Ich wollte mich nur wichtig machen. Aber das haben sie so im Hörspiel gut gerafft, finde ich. Ja. Das ist nicht so wahnsinnig wichtig. Ja. Ja. Ja, aber finde ich. Justus hat die Karte organisiert, schön. Ja, nee. Ich finde es spannend, es wird nochmal eine neue Spur aufgemacht. Also, das finde ich jetzt nochmal toll. Also, die Spannung wächst nochmal. Mhm. Also, sie rekapitulieren das nicht nur, sondern diese Spuren, die bringen nochmal ein ganz, ne, so nochmal was. Oh, da ist irgendwas. Also, tatsächlich, die Sullivan, die hat nicht einfach nur Drogen gefressen. Es gibt noch jemanden, aber der verhält sich gerade irgendwie sehr komisch. Ja, warum, ne? So, warum ist er so? Warum will er auf einmal nichts mehr wissen? Und die vermuten ja, er hat vielleicht einen anderen Sender gefunden, der ihm mehr Geld bezahlt oder so. Aber das hätte er ja auch sagen können dann. Ne? Ja. So. Ja, also und das finde ich schon auch echt gut gemacht. Tatsächlich. Ja, klug überlegt. Ja. Peter ist dann auch derjenige, der noch klug überlegt und das mit dem Vollmond auf einmal irgendwie kombiniert. Ja, so sehr mit clever, Blick in den Kalender. Ja. So. Das ist immer an Vollmondnächten passiert und bald ist wieder Vollmond. Wie der Zufall so will. Mit drei Tagen. Toll. Es ist genauso wie mit dem Mittagsgänien. Genau. Ja. Und sie planen dann, wir machen es. Es hilft ja alles nichts. Peter muss halt wieder, hat das Nachsehen. Justus hat gewonnen. An Vollmond wird in die Magic Mountains gefahren. Ja, und da beginnt der Albtraum, wie die Kapitelüberschrift so schön sagt. Ne? Ja. Sie machen es ja so, sie nehmen Schlafsäcke mit. Und im Buch ist es so, dass sie einfach nur Cola und Fressriegel, also so Schokoriegel einpacken irgendwie so. Also wirklich überbetont, wo ich so denke, okay. Ja, das hört sich im Hörspiel nach mehr Reisevorbereitung an. Ja, aber im Hörspiel ist halt auch eine Szene, wo die Polizei ja nachher in den Kofferraum bei denen reinguckt und sagt, nur Schlafsäcke und Cola-Dosen. Und ich dachte mir so, ja, wie gesund ist das denn? Stimmt, ja, sie fahren also tatsächlich ja los nachts, dann halten sie an der Seite, um in die Karte zu gucken, glaube ich, ne? Und dann werden sie ja fast von einer Limousine geschnitten oder gerammt. Ohne Licht, ne? Ja.
Die Limousine hat kein Licht. Ah, okay, dann verstehe ich das. Die ist also ohne Licht an ihm vorbeigerauscht. Das ist aber auch nicht so einfach zu erkennen, weil das ist so eine Szene, die mega cool erzählt ist, aber auch viel über Geräusche und Atmo und nicht über Text. Also da ist jetzt nicht der Erklärbär, der sagt, Achtung, das Auto, oh, es hätte uns fast gerammt, sondern das ist viel so szenisch mit Musik und Geräuschen umgesetzt. Hm? Ja, und nahe sagt er halt, der mit etwas Pech wäre der jetzt auf dem Schrottplatz gelandet. Ja. Sie warten dann auf den Mondaufgang und fahren weiter und kommen dann an eine Polizeisperre, die sie erst gar nicht erkennen. Das war eine UFO. Ja. Genau, sie finden erstmal das Schild Richtung Magic Mountains und dann sieht Peter ein blaues Licht. Geheimakte UFO. Ein blaues Licht, was macht das? Es leuchtet blau, wieder mal, genau. Geheimakte UFO ist übrigens ja auch lustigerweise so ein Dreierpack, ne? Irgendwie, es gibt so ein Sammelband. Todesflug? Nee, Reise ins Grauen, so ein Sammelband von 2016. Und da ist Geheimakte UFO 1, lustigerweise hier Tal des Schreckens. Aha. Und dann noch Der Geisterzug. Okay. Coole Folge, Der Geisterzug. Witze, witzig. Nee, der ist voll scheiße. Ja, lustiger Zufall, da müssen wir eigentlich noch den Geisterzug besprechen. Dann haben genau, wir dann, das Paket dann, geschnürt. Dann haben wir was. Ja, aber wo wir uns richtig uneinig sind. Ja, also es könnte ein UFO sein. Und könnte es. Ja. Das könnte, sicher. Und sie werden von Polizisten empfangen, die sehr unfreundlich sind und auch ganz klar sagen, Alter, machen Sie keinen Fehler, sonst ist es Ihr Letzter. Ja, was soll man davon halten, wenn einer so einem schon kommt, oder? Also, ja, die sind auch nicht klar charakterisiert, oder? Die sind am Anfang so, ich blasse gleich die Rübe weg und dann doch so ein bisschen freundlich. Ja, aber dann wird ihnen halt, also wenn man jetzt so in der Story bleibt, ja, bliebe, dann sind sie am Anfang natürlich erstmal skeptisch und denken, das könnten die sein. Ja, so, und nachher dann so, okay, nee, alles klar, das sind die auf keinen Fall. Ja. Jetzt können wir ein bisschen freundlicher sein. Ne, aber es jetzt ist ja klar. Cola-Dosen hinten drin. Maschinenpistolen, weißt du? Ja, so machen sie keinen Fehler, sonst ist ihr Letzter. Hä? Was? Hä? Bumm. Was er gesagt? Also, und dann erzählen sie ja auch, dann sagt er ja auch, was Sache ist. Ich finde wohl diese Szene auch wahnsinnig geil, wenn die durchsucht werden. Peter hat so diesen kleinen, kitzeligen Lachenanfall noch. Das war geil, oder? Total, total. Ja, komisch. Schön gemacht. Ja, süß. Ja. Ja. Aber es ist ein Bankräuber unterwegs mit Geisel. Ne, das sagen die mit Geisel, ne? Ja. In Silver City hat er die Bank ausgeraubt und sie glauben, und deswegen haben sie alles abgesperrt. Genau, sind da irgendwie auf der Flucht. Und sie sollen jetzt weiterfahren und sollen nicht aussteigen. Und möglichst schnell nach Hause. Ja, nicht aussteigen. Warum nicht aussteigen? Weil der hinter Felsen lauert. So, ja, zum Beispiel. Sie wollen irgendwie, also vermittelt wird dieses Bild, als seien sie in einer total krassen Gefahrenzone. Ja, ja, und zwar überall irgendwie jetzt hier. Ja, es ist so dieses, was heißt nicht aussteigen, aber es ist so dieses, lauft hier nicht rum. Ja, also, weißt du, so an die, kennt ihr diese Gruselgeschichte, wo Leute im Radio hören, das ist ein Irrer ausgemacht. Ah, das Klopfen auf dem Dach. Ja, ja, genau. An sowas muss ich denken. Und ich meine, das finde ich toll. Kunst. Ja, toll, jetzt kann ich heute Nacht nicht schlafen. Diese Geschichte im Übrigen, ne, mit dem Klopfen auf dem Dach und so, die deutet Bob ja an bei Master of Chess, wo die zu diesem Schloss hochgehen. Ne? Genau. Und ganz plötzlich. Jetzt ist aber auch irgendwie. Ja. Ja, aber tatsächlich hat mich das daran erinnert, mit diesem Nicht-Aussteigen, weil eigentlich ist er widersinnig. Der Bankräuber ist der versucht auf dem schnellsten Weg wegzukommen. Der hält ja nicht an, versteckt irgendwo sein Auto, wartet hinterm Felsen, dass bis einer vorbeikommt, um dem auf die Fresse zu hauen und dann weiterzufahren. Jetzt habe ich zwei Geiseln. Also es ist eigentlich bescheuert. Aber es wirkt. Es wirkt, dass, wie du sagst, dass da so plötzlich, oh, da ist echt, boah, mega, nicht nur ein scheiß beschissener Indianer, der mich in Stein verwandelt, sondern auch noch ein Bankräuber, der vermutlich irgendwas Böses macht. Ja. So, und ich finde das. Dann noch Maschinengewehre und ein UFO und dann ist die Horrornacht des Lebens komplett. Ja. Ja. U-Bahn frisst Brücke auf. Ja. Und würde ich sagen, also das ist auf jeden Fall. Brücke auf. Justus fragt ja dann, ob eine schwarze Limousine vorbeigekommen ist. Ja. Und der Polizist sagt, nö.
Aber er bedankt sich, ne? Ja. Auch nachher noch. Er sagt, oh, dann werden wir mal wachsam werden. Die Augen aufhalten. Ich meine, das ist ja eigentlich... Es gibt keine Abzweigung. Ich meine, Bob sagt, ich habe keine gesehen, aber vermutlich gibt es ja keine. Ja. Sonst hätten sie sie ja gesehen. Und die Polizisten wüssten das ja auch. Noch was sehr Mysteriöses. Ja, die bleiben ich finde, die bleiben erstaunlich cool. Also wir wissen ja jetzt im Nachhinein, warum. Aber, ja, ja. Aber irgendwie, finde ich, bleiben die so, ja, vorher hätten wir euch kurz mal die Rübe runtergepustet, weil sie nicht aussteigen. Ja, ja. Achso, da kam noch ein anderes Auto. Das ist hier bis jetzt nicht aufgetaucht. Na egal. Ja. Wir halten mal die Augen offen. Da würde ich doch denken, jetzt heißt alles klar. Hubschrauber! Ja, ja, genau. Schwarze Limousine, schwarze Limousine. Das ist das mit, die sind irgendwie nicht klar charakterisiert. Ja. Der ist halt bedrohlich. Ja. Oh, ne? Irgendwie auf deiner Seite gut. Ja, Justus ist auf jeden Fall in seinem Vertrauen in die Polizei, aber auch nicht zu erschüttern. Ne? Die werden schon tun. Was sie zu tun haben. Ja, aber so. das sagt er an der Umleitung. Ne? Ja. Weil da steht ja noch eine Umleitung mitten im Weg. Ja, sie fahren ja weiter. Weil das finde ich ganz wichtig. Da komme ich nämlich nicht ganz mit. Also sie fahren jetzt in die Magic Mountains und sie fahren weiter. Und sie würden auch weiter in die Magic Mountains fahren, aber da ist eine Absperrung, die sagt woanders lang. Ja. Mhm. Wo, so, also... Ja, so nach, ich stelle mir so vor, so rechts in den Wald. Umleitung durch den Wald, sagt er. Also in das richtige. Also schon das Ziel bleibt das gleiche, nur sie sind halt weg von der Hauptstraße. Ja, aber Keinen Sinn macht. Ne? Nee, also erstmal nicht, aber Justus sagt halt, die Polizei wird schon wissen, was sie tut. Ja. Ja, so, ich meine, jetzt im Nachhinein weiß man natürlich, dass die da dann hinfahren, weil sie da haben wollen. Ja, wahrscheinlich hätte ich es auch gemacht. Also wenn mich dann auch noch der scheiß Polizeihubschrauber da anschreit. Ja. Finde ich so lustig, wie Bob dann zurück sagt, ja, verstanden. Weißt du, so also Hubschrauber mit so einem riesen Megafon, haltet sie nicht an. Ja, verstanden. Ist aber auch geil gemacht oder ist halt irgendwie auch intensiv. Ich meine, ja, Peter hat nochmal kurz seine Anwandlung von Ufo nochmal. Ja, das ist geil, komm. Und dann ist aber halt irgendwie laut und deutlich nochmal Polizeilautsprecher am Hubschrauber. Aber das ist genau, so wie du sagst, es ist intensiv. Also das ist echt gut gemacht. Das ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Das muss man jetzt einfach nochmal sagen. Das ist atmosphärisch dicht. Ja. Auch diesen Hubschrauber so, dass du denkst, oh Gott, jetzt kommt der, was soll das? Und, und letztlich führt es ja irgendwie dazu, dass die drei so ein bisschen in Nacht und Nebel getrieben sich auf einmal dann wiederfinden, ne, durch den Umweg in den Wald, auch genau an der Stelle, wo sie sagen, Mensch, die Beschreibung von Ann Sullivan passt genau zu dem Ort, wo wir gerade sind. Scheiße, wir sind angekommen. Wir sind wohl im Tal des Schreckens. Da sind wir. Ja. Und dann, was könnte es nicht anders sein? Man sieht irgendwas. Ja, was? Ein Gesicht? Ja, weiß ich nicht. Das bleibt dann auch erstmal so ein bisschen hektisch und Bob entdeckt irgendwie eine Gestalt, aber die sind ja noch im Auto. Ja. Ne? Ja. Halten aber an. Und Justus steigt aus. Und dann verkeilt sich das Auto. Peter rastet ja vollkommen aus. Du kannst hier nicht aussteigen. Ich meine, Justus auf der einen Seite, die Polizei wird schon wissen, was sie tut. Ja, was sollen sie machen? Soweit ich weiß, verkeilt sich das Hinterrad, sagt doch Bob. Er kommt gar nicht mehr raus. Er ist irgendwie zur Seite ausgewichen, was ja auch gefährlich ist für Debbie, ne? Da vom Auto rumzuturnen. Könnte ja sein, und dann ist der ganze Spaß vorbei, wenn du Debbie überfahren hast. Und ich hätte auch einer drauf wetten können. Die Henry, wetten, dass Debbie überfahren wird. Debbie um, alles klar, er gewonnen. Ja, auf jeden Fall, aber Justus steigt tatsächlich aus, weil ihn die Neugier treibt, Peter flippt aus, weil er natürlich Geister oder was auch immer. Nein, sagt Justus, das war eine Frau aus Fleisch und Blut und wir gehen mal gucken. Ja. Und die Frau sagt, seid ihr von Union Trust? Ihr holt mich ab. Ich bin Debbie, ich muss Debbie sein. Das ist so geil. Gibt's gar keine andere Möglichkeit. Ja. Offensichtlich etwas. Kommt mir nicht verwirrt. So nah. Ja, genau. Das ist ja das Krasse. Sie so, die sofort so, ey, kommt mir nicht zu nah. Ja, so. Ja, also scheint schon sehr viel Schiss zu haben. Ja. Verängstigt zu sein. Sie finden ja auch das Auto. Ja, ja, aber jetzt erstmal quatschen sie mit ihr. Ja. Und ich finde, Debbie, wie alt ist Debbie von der Stimme? Ich weiß, das ist langweilig, dass ich 30. immer mit den Sachen komme. So 30, ja. So. Die ist Mitte 20 laut Buch. Ja. Oh, ich hätte sie jetzt noch älter gemacht, ehrlich gesagt. Ja, ich finde auch, die ist so, das ist so der Cosma-Effekt. Das ist so eine ganz
Olle. Ne? So glaube ich, von der Stimme her. Ja. Und auch gar nicht cool, also so null. Und im Buch ist sie auch jünger gemacht und sie wirft sich nämlich an Peter ran. Sie sagt nämlich so, du siehst gut aus. Komm mir nicht zu nah. Ich vertraue dir, ich komme jetzt zu dir. Ne? Und hakt sich bei ihm ein. Und Justus schreit dann, jetzt reicht's aber. Ja. Okay. So. Aber und strange. Über die Zeit kotzt es den, über die Zeit kotzt es den Justus auch total an, ja, dass sie dauernd beim Peter rumhängt. Und wenn die näher kommt, sie sagt, ey, bleib mal weg, ne? So, aber beim Peter ist sie so eingehakt oder so die ganze Zeit. Weil du siehst gut aus, ich vertraue dir, ich komme zu dir. Gut. Ja. Mit der Einstellung ist der ein oder andere schon mal gescheitert im Leben. Ja. Peter lässt sich halt auch gefallen. Ja, ja, nicht nur Bob. Ne? Nicht immer nur Bob. Ja, was Bob denkt, weiß man nicht. Das wäre natürlich spannend. Ob Bob wo Bob jetzt denkt so, na, jetzt muss ich aber noch ein bisschen charminger werden. Also, Recherchen. Lass uns mal die Karte zeigen. Ja, aber Debbie, so wie sie ist, wirkt erstmal sehr hilfsbedürftig und auf der anderen Seite ist schon auch ja, einfach sehr aufgebracht. Ja. Und, vollkommen durcheinander auch irgendwie. Sie stellen natürlich sofort die Verbindung her, dass eigentlich ne, was Ähnliches wie bei Anne Sullivan passiert sein muss. Liegt ja auch auf der Hand irgendwie, ne? Ja. So. Geil, auch wo dann gefragt wird, haben Sie einen Indianer gesehen? Genau. So, sie so, hä, Indianer? Nein, was soll das? Genau, und sie sagt, sie hat mega Kopfschmerzen, oder Justus fragt, Justus sagt, ob sie haben Kopfschmerzen? Ja, und daraus schließt er dann ja auch, dass es ähnlich ist. Sie sagt ja dann, sie käme aus Silver City, das wüsste sie noch. Sie sei selbst gefahren und solle von Union Trust abgeholt werden. Das alles weiß sie doch. Und ihr Auto würde da unten irgendwo stehen. Ja. So. Ja, klar, und das ist erstmal so, da ist eine neue Mrs. Sullivan. Beziehungsweise unsympathische. Beziehungsweise sagen die, das wird die Geisel sein. Das kommt nachher, denken sie das vielleicht. Ich glaube, nachdem sie das Auto schnell. Meine ich. Ich meine, dass sie erstmal mit ihr gehen und sich überlegen, das passt alles auf die Sullivan. Und dann gehen sie doch zu diesem Auto von ihr. Und Peter entdeckt ja den Adlerkopf. Dann, wir sind da, scheiße. So, also, ist es, nicht jetzt. Genau. Und, ja, verfall nach hier in Panik. Und die Debbie sagt, ja, das ist mein Auto. Voll leise, genau. Genau. Jetzt. Also Debbie sagt, das ist mein Auto und Justus zweifelt das ja, glaube ich, an. Er sagt, sicher? Sie sagt, ja, ich bin da aufgewacht in diesem Auto. Vielleicht habe ich einen Unfall gebaut. Und der Justus sagt, ja, da hättest du aber Verletzungen, du hast keine Verletzungen. Mhm. Ja, und auch so setze ich mal ein Steuer. Ja, ne? Ja, und klassisch gute Detektivarbeit. Ja. So. Sitzt viel zu weit hinten. Nee. Im Buch ist es so, dass sie sich dauernd die Hände reibt. Ja. Und sie finden Fesseln dann. Im Auto. Ah, okay. Und sagt, guck mal, warum reibst du immer die Hände? Und sagt dann, Schuhfunden. Ne? Du bist hier die Geisel. Sie hat Schuhfunden? Ja, sie hat Schuhfunden an der Hand. Tatsächlich. Das ist mal Leidenschaft fürs Spiel, ne? So. Ja. Tja, weißt du, wenn du da irgendwie in so einer komischen Soap das Gelände geschändet hast, dann hast du schon mal Schuhfunden an der Hand. Wenn es jetzt so, ja, wer weiß. Ja, je nachdem, welches Gelände, ne? Mit so einem Felsen, oh Gott. Kaktus. Ja. Aber, und da fragt er nach Indianer und so, und da wird es ja vollkommen sauer. Tickst du noch ganz richtig. Und dann, nach meinen Aufzeichnungen, ist dann, dass der Bob sagt, hör mal, kann das nicht sein, dass die vielleicht die Geisel ist? Ne? Hm. Ja, klar, das verdichtet sich dann auch dadurch, dass wir noch die Karte finden, ne, von dem, ja, ist das schon klar, dass es von einem Bankgebäude, von diesem... Ne? Ja, Union Trust irgendwie, ja, ist eigentlich schon klar. Ne, so. Ja. Es wird halt relativ schnell dann irgendwie Querverbindungen zu dem Banküberfall. Ja, vorher sagt sie, ich habe meine Tasche nicht, ich habe nur diesen Schlüssel. Mhm. Und dann finden sie einen zweiten Schlüssel, der ähnlich ist, im Auto. Ja. Und dann schließt der Justus das könnte ein Bankschließfach sein. Mhm.
was ich ganz cool finde, weil da erklärt er nochmal so, wie funktioniert Bankschlüssel her. Und das finde ich jetzt für Kinder gut. Da gibt es zwei Schlüssel und so weiter. Ne? Ja, Bob erklärt noch kurz kindgerecht, was ein Trauma ist. Ne? So ja. Gedächtnisverlust als Schutzfunktion. Genau, das ist wirklich echt schön. Und ich finde, in dieser Szene kombinieren sie einfach wahnsinnig viel. Und das ist wirklich schön, auch diese Geschichte mit dem, guck mal, du kannst das Auto nicht gefahren haben, weil du kommst ja nicht mal ins Gaspedal dran. So, das finde ich eine ganz tolle Sache. Oder die Kühlerhaube ist noch warm. Das muss auf jeden Fall vor kurzem hier gewesen sein, dass du hier lang gekommen bist. Ich frage, ist das eigentlich diese schwarze Limousine? Ja, er sagt ja, ne? Er sagt, dass das der Wagen sei, der sie vorhin überholt hat. Ja, und ja. Im Aber dann, da würde ich ja schon skeptisch werden. Ich meine, wie zum Teufel ist der denn dann an der Polizei vorbeigekommen? Also jetzt aus der Denke der drei Fragezeichen. So. Also wie kommt das da? Ich finde auch, dass sie da tatsächlich gar nicht genug zweifeln. So. Also Justus ist ja schon ein bisschen. Und im Buch ist er noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel sagt er, guckt er sich das Auto an und das Auto selber ist ja, wie gesagt, eine Limousine. Innen ist es total verratzt, total alt. Ja. Und der sagt, das passt gar nicht zu Debbie. Wie die aussieht. Das ist nicht ein Wagen, den so eine Frau fährt. So ein Typ, ne? Vielleicht verschätzt er sich da auch. Ja, kann auch sein. So. Aber die kennen sich wahnsinnig gut aus. Und dann willst du das Gender-Thema nochmal aufmachen. Im Buch sagt er, die kennen sich sehr gut mit Autos aus im Buch. Im Buch sagt er nämlich auch, pass mal auf, verstell mal den Sitz zu Debbie. Und Debbie greift nach vorne und da ist nichts. Und dann sagt er, das ist nämlich bei diesem Auto so, dass nur bei angeschaltetem Motor funktioniert, wenn du auf den und den Knopf drückst. Ne? Justus, der alte Autotyp, der von seinem Vetter Ty ganz viel gelernt hat. Mhm. Ja. Auch nochmal ein Hinweis, dass Henkel Weidhofer tatsächlich Ben Nevis sein könnte, weil die ja so auf Autos so total abgefahren ist. Ne? Jetzt haben wir es. Kombiniere. Ja. Aber dann finden sie tatsächlich diesen Plan. Ja. Von dem du eben gesprochen hast. Und sie hat dann auch wieder eine Erinnerung mehr, nämlich dass sie irgendwie aus diesem besagten Schließfach bei der Bank eine Maske aus Gold holen sollte. Ja. Und dann steht aber auch relativ fest, das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist mal von hier wegkommen. Ja, so. Weil dann läuft der, also ich meine, gut, Justus sagt natürlich auch, der wird wahrscheinlich über alle Berge sein, der wird gucken, dass er hier wegkommt, aber trotzdem müssen wir das auch. Genau. Wir sind ja zur Polizei. Aber leider, unser Wagen steckt halt fest und von dem, der hier rumsteht, haben wir keinen Schlüssel. Und dann, finde ich, ist die Debbie diejenige, die da so ein ganz krass verdächtiges Lachen loslässt. Absolut. Ich finde, auf einmal so, haha, ihr seid Detektive, ne? Ist doch ganz klar, hier über dem Berg. Ne? Ja. So. Genau. So, da, genau. Schön, dass ihr mich gefunden habt, mir nach. Ja, genau. Rettet mich. Aber das ist so, das war schade, das war so sehr offensichtlich. So dieses, man hat sofort gemerkt an der Stelle, dass bei Debbie noch was anderes passiert, weil so dieses, ihr wart so klug und hat alles rausgefunden und dann das. Und dann müssen wir jetzt wohl hier lang, tiefer in den Wald. Okay. Ja, wobei das ist eine komische Umleitung. Weil sie von Anfang an unsympathisch ist. Es ist eine unsympathische Stimme und alles. So. Also das wäre spannend gewesen, in dem Hörspiel eine genommen hätte, die so Britney-lastig gewesen wäre. Die so wirklich auch mit dem so Spiel ein bisschen. Ja, so. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht absichtlich genommen haben. Im Buch ist sie auch schon burschikos und so. Wobei sie immer den Peter einlullt. Ne? So. Immer so, Peter. Wie reagiert er da drauf? Ich weiß nicht, Justus ist immer angefressen wie Sau. Der traut ihr auch viel schneller nicht mehr. Mhm. Ne? Denkt, mit der stimmt was nicht. So. Aber was genau, weiß er auch nicht. Und letztendlich gibt er ihr auch im Buch recht und sagt, naja, klar, es bleibt jetzt nichts anderes übrig, wir gehen jetzt mal da hoch. Ne? Mhm. So, letztendlich. Das scheint auch die logischste Erklärung zu sein, über diesen Berg zu gehen. Ja, und es folgt ja die nächste atmosphärisch super dichte Szene an einem tollen Schauplatz. Mhm. Das ist diese, wo die Pfähle. Genau, die Hochebene, die Lichtung im Vollmond und dann sieben kreisförmig angeordnete Indianerpfähle.
Mit noch irgendwie Asche drunter. Lagerfeuer, ja. Was noch warm ist, was bedeutet so, also wenn hier Indianer leben, dann aber auch nicht vor 100 Jahren. Genau, irgendwas ist hier noch passiert. Man hat so Assoziationen von Ritualen. Und Peter findet dann ja auch noch wieder eine kleine Holzfigur und ist gerade dann völlig aus dem Häuschen, dass sie ihre Glücksstunde erleben, weil so, ne, wir sind auf der Fährte des Bankräubers und auf der Fährte nach dem Indianerkram. Und ja. Debbie sagt, was? Ja, ja, genau, er erwähnt ja auch Mrs. Sullivan, ja, so, woraufhin dann, genau, bei Debbie halt auch irgendwie was und dann anspringt. Lässt sie sich nach hinten fallen. Also nicht, also geht sie etwas abseits. Ja, ja, genau. So. Ja. Genau. Und dann folgt ja auch auf das, oh, unsere Glücksstunde, erstmal eine krass bedrohliche Situation. Es knallt. Es knallt. Ein Schuss. Ja. Peter wirft sich instinktiv auf den Boden. Platsch! Wobei ist es ja dunkel, ne? Ich meine, wer... Ja, ja, aber wer weiß, Nachtsichtgerät. Oder ich meine, Aliens können vielleicht auch nachts sehen und schießen. Ja, also sie sind auf jeden Fall... Hätten sie aber auch treffen können. Ja, kann ich alles haben. Aber hier ist das Hörspiel nämlich sehr ungenau. Also ich bin mal, nämlich, es gibt einen Knall, sie werfen sich hin und Justus entdeckt ein Licht, aber dieses Licht ist auf der anderen Seite, woher der Schuss kam. Und im ersten Moment denkt man, aha, das ist das Licht, woher der Schuss kam. So, also wenn man denkt, der guckt dann in die Richtung. Ja. Aber und dann entscheiden sie sich ja, dass sie sich jetzt erstmal in Richtung des Knalls hinbegeben. Warum? Also das verstehe ich. Ich hatte so Assoziationen von so einem, wie so einem Signal, so ein Feuer oder sowas. Da hat jemand auf uns geschossen. Komm näher ran. Ja, irgendwie das Signalfeuer. Also das Licht ein Signalfeuer. So, ja, so eine Leuchtfackel abgeschossen. Ja, so eine Leuchtpistole oder irgendwie so. Sowas. Aber ja, aber es sind ja zwei getrennte. Ja. Und das ist irgendwie komisch, weil es knallt und dann entdecken sie das Licht und dann sagen sie, lass uns mal erstmal zu dem Knall hingehen. Gut, das kann man, die Entscheidung kann man treffen. Ja. Ist dann scheiße, aber kann man so machen, ja. Aber sie denken ja, da schießt jemand auf sie. Ja, da würde ich eher nicht hin, sondern eher von weg. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Ja, sie wollen halt als erstes ja, glaube ich, schon zurück in den Schutz des Waldes, also von dieser Lichtung runter. Ja, deswegen robben sie sich ja langsam durchs Gestrüpp wieder zurück in Deckung. Auch bis schön in den Wald raus. Dieses Robben, das hört sich auch echt schön an. Und Debbie sagt, hey, lass mich nicht alleine. Und ich glaube, Peter sagt, runter mit dir. Ja. Oder Justus sagt, sie geben ein hervorragendes Ziel ab. Aber atmosphärisch super, super dicht, genau. Ja. Dann kommen sie auf etwas leuchtend Glänzendes zu, das sich als Indianer-Tipi aus Holz herausstellt. Habt ihr schon mal Indianer-Tipi aus Holz gesehen? Wieso? Mit kommst Tür, du? Die knallt? Ja, stimmt. Ja. Das war nämlich dann der eigentliche Knall, das war gar kein Schuss, sondern stimmt, das war eine Tür. Stimmt, jetzt wo du das sagst, ja, Indianer-Tipi. Indianer-Tipi. Ich hab so Leinen und Stöcke oben offen, keine Tür, sondern, ne? Ja. Also sowas habe ich im Kopf. Aber es ist ein Tipi aus Holz, auf dem ein Adlerkopf gemalt ist und innen brennt Licht. Könnte man ja mal googeln, ne? Ja. Holztipi mit Tür. Ja. Haus heißt das. Könnte man auch jeder an. Wie war das, ey? Wie heißt ein Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock. Ja. Genau. So, wieder ernsthaft jetzt. Ja, in diesem Tipi-Haus ist bestimmt der Bankräuber drin, sagt Justus. Das ist ja klar. Und das Zuklappen der Tür haben wir als Schuss gehört. Ja. Ja, ist zumindest die Version, die Justus mal so laut nachdem verkündet. Der Mann nochmal rauskommt und dann knallt es nämlich nochmal, oder? So habe ich das verstanden. Ja, doch, irgendwie schon. Also da ist ja jemand rausgekommen und da wird ihnen klar, aha, das war der Schuss. Das dachte ich auch, dass es da ihre messerscharfe Logik ist. Ja? Und dann überlegt der Justus, haha, jetzt renne ich da schnell rein und guck nach, ob das auch der Bankräuber ist. Ja, wirkt irgendwie ziemlich idiotisch oder Hals über Kopf, aber hat natürlich einen Sinn. Aber es ist Justus. Justus ist so, finde ich. Er war bei Perlenvögel ja auch schon so, dass er einfach los ist irgendwie so. Also ich finde, Justus ist immer... Es gibt auch ich hatte aber eher so dieses... Hat er das nicht absichtlich gemacht, weil er irgendwie auch schon merkt, dass Debbie nicht ganz koscher ist? Und er sich so aus dieser Situation auch erstmal noch entzieht. Könnte sein, dass er schon was ahnt. Weil das wirkte halt eigentlich für mich eher wie so ein klassischer Justus, der schon mehr weiß oder ahnt. Und
versucht, so ein eigenes Ding zu machen. Ich weiß, schwer einzuschätzen. Aber es klappt ja dann auf jeden Fall Buch auch nicht. Im Buch und im Hörspiel nicht so viel. Also, weil es wirkt halt wirklich total Hals über Kopf und idiotisch, dass ausgerechnet Justus derjenige ist, der ohne irgendwie noch die Lage zu checken und einfach dann da reinrennt, weil da bestimmt ein Bankräuber drin ist. Ja, was denkt er denn auch, wie lange der Typ wegbleibt? Das ist doch einfach... Ja, irgendwie blöd. Ja. So. Ja, richtig. Um dann zu gucken, was unter Umständen ist ja dann einfach niemand drin. Ja, er will die Maske finden, oder? Also sucht er rum und hofft, diese Indianermaske aus Gold zu finden, um zu wissen, das ist der Bankräuber letztendlich. Ne? Der aus irgendeinen Gründen, das ist ja auch nochmal, warum eine Indianermaske im Indianerland? Also das wäre ja auch nochmal spannend. Aber er geht da aber rein und der Mann kommt zurück. Und sie können ihn schon gar nicht mehr warnen, weil das schon so schnell geht. Wer hätte es gedacht? Und dann zieht... Dann finde ich, ist es auch komisch. Dann ist es nicht klar, was haben sie jetzt vor? Debbie sagt, ja, was denn los? Wollt ihr den alleine lassen, ihr Penner? Also sie hätte es gern gehabt, dass alle drei in dieses Haus gehen. Ja, ihr müsst mal helfen und was weiß ich. Und dann... Peter und Bob freuen sich, dass sie eine Pistole hat. Nee, vor allem Peter, ne? So, sie haben die Situation voll im Griff. Guck mal, eine Knarre, juhu. Das ist ja großartig. Ja. Aber natürlich kommt es anders. Ja. Debbie, keine Bewegung. Debbie erweist sich als das, was sie ist, nämlich eine Komplizin. Ja, eine Komplizin, genau. Hinterhältig. Es muss ja in den Augen, das Problem ist, wir haben das ja jetzt echt oft gelesen und so, aber ich glaube, in den Augen von Peter und Bob und Justus muss das ja wirklich jedes Mal der totale Brainfuck sein. Was soll das? Genau, warum? Also, die könnten doch einfach, wenn das jetzt hier ein Bankraub war, warum hauen die nicht einfach ab, sondern warum terrorisieren die hier irgendwelche Leute, die durch dieses Tal fahren? Ich meine, das können die ja machen, wenn die Beute weggebracht haben, eine Woche später oder so. Das ist das Erste. Sie müssten ja sagen, okay, warum ist dieser... Der Bankräuber, okay, dass er die Debbie zurückgelassen hat, im Buch ist es so, da gucken sie nach, es riecht doch nach Benzin und da ist die Benzinwanne aufgeschraubt. Ne? Also, aber dann, warum ist Debbie die Komplizin? Das muss ja bei denen tatsächlich, müssen sie ja denken, Da hat auch die Geschichte ein paar Schwächen, finde ich. Also auch so die Erzählweise, ne? So wie die überhaupt an dieses Tipi kommen, warum die nicht zum Licht gehen. Und ne, da mit der Pistole, also da finde ich, da bröckelt so ein kleines bisschen. Das finde ich spannend nachher noch, warum es da zu einer Wendung in den Plot kommt. Ne? Das wäre nachher nochmal spannend zu machen, wenn wir an der Stelle sind. So. Aber erstmal ist es cool, weil du tatsächlich auch denkst, warum? Also als jemand, der da mitfiebert. Beziehungsweise sind die natürlich noch gar nicht an dem Punkt, dass die sich überhaupt über irgendwelche Kombinationen und Zusammenhänge Gedanken machen, sondern die fürchten gerade um ihr Leben. Im Moment ist nur Rückenmark. Zischen ab in den Wald und haben irgendwie, also denken eigentlich, dass sie jetzt beschossen oder zumindest verfolgt werden, aber erstmal kommt der Hubschrauber zurück und sie sehen, dass Debbie mit denen quatscht. Ja, Moment, erstmal Bob so, die Rettung naht! Und dann stellen sie auch noch fest, ach du Scheiße, dieser scheiß Polizeihubschrauber hängt auch noch mit drin in der ganzen Geschichte. Das muss das nächste sein, wo du natürlich auch als wenn du in deren Rolle steckst, tatsächlich an deinem Verstand zweifeln musst. Du sagst, im Moment, das ist der Polizeihubschrauber. Also ich wäre, glaube ich, ja hingegangen und hätte gesagt, die versucht, die reinzulegen und Schnellofficer, das ist eine miese Bankraubkomplizin. Ja, pass auf, und gleich kommt Jörg Elzner um die Ecke und sagt, verstehen Sie Spaß. Frank Elzner. Ja, aber von da nimmt die Handlung dann auf einmal echt noch wieder die ganz andere Wendung. Ja, genau. Sie haben Justus verloren, müssen abhauen. Debbie spricht mit dem Polizeihubschrauber. Sie wissen nicht, warum. Sie hauen einfach straight up und finden sich aber vor diesem Licht. Das ist das, wo du... Ich finde das schon komisch, wie nah vermeintlich so diese Standorte dann zusammen
liegen. Ne? Irgendwie, das ist so ein kurzer Weg durch den Wald, da ist dann das Tipi, da ist irgendwie die Magic Mountains, da ist dann irgendwie die Lichtung der Indianer. Noch einmal weiter durch den Wald gerannt, haben sie das herrschaftliche Anwesen, die Villa irgendwie der Medienmogule. Also das ist alles schon vermeintlich sehr nah beieinander, wie praktisch. Das stimmt, ne? Ja, es ist so dieses klassische Hörspiel-Ding. Ne? Irgendwie, ne? So drei Schritte, da bin ich. Ja, klar, das stimmt schon. Es ist aber im Buch nicht so weit entfernt, tatsächlich, weil es ja das Licht ist, tatsächlich. Mhm. Und sie sind dann, als sie abhauen von dem Polizeihubschrauber, durchs Gestrüpp sind sie irgendwann auch zufällig da gelandet, zufällig da drauf zugelaufen, also auf dieses Licht. Und ja, es ist ein Anwesen, ne? Ja, ein sehr schickes Anwesen. Mit schicken SUVs, würde man heute sagen, früher Geländewagen davor. Und einen erkennen sie wieder. Ja, es ist nämlich der von Mr. Kenny von Sundown TV, der sie zupackte. Ja, und sie beschließen sich zu trennen, ja, was eine gute Idee ist, diesmal, finde ich. Immer. Weil sie sagen, einer muss die Lage checken und der andere Hilfe holen. Lass uns trennen. Und einer soll quasi Hilfe im Haus holen. So. Und dann werden wir als Hörer erstmal mitgenommen mit Bob, der ans Haus rangeht und lauscht. Und schnell wird klar, mehrere Leute in dem Haus sind da zusammen in einem Raum und sie haben Justus gefangen genommen. Einen Bengel haben wir schon. Und die spielen da echt Spielchen. Ne? Ja. Und die Rede ist von einem Spezialtrank. Ja. Also es kommt halt raus, dass tatsächlich das eine abgefeimte Sache ist, dass es um Kamera, also dass sie beobachtet wurden. Mhm. Ja. Big Brother. Ja. Im Prinzip. Dass Wetten auf sie abgeschlossen werden, was sie schaffen, wie weit sie kommen, dass ein obskurer Henry, der vom Tagesschausprecher Wilhelm Wieben gesprochen wird. Mhm. Ach. Erkennt man nicht, ne? Mich hat es gewundert, als ich Wilhelm Wieben gesehen habe. So, aber es ist er, der da seine Stimme geliehen hat und als quasi der Draufgänger in dieser Gruppe da quasi auch gegen sie selbst wettet, weil der wettet ja dann... Es geht um horrende Summen im Übrigen auch, ne? Also er hat schon Millionen gewonnen, ne? Weil der immer auf die Jungs gesetzt hat, wie er sagt, und er scheint auch ganz begeistert zu sein von denen, ne? Der scheint die ja cooler zu finden als sich selber. Er ist so halt so ein dekadenter Endzeit, mir doch alles egal, ne? Ich gehe so krass, dass ich gegen mich selbst wette, weil die anderen sagen hey, spinnst du? Du kannst nicht gegen uns wetten, wenn Bob es schaffen würde. Dann stecke ich mir noch eine Feder in den Hals, damit ich noch mehr fressen kann. So. Und die anderen, hey, wir haben voll viel zu verlieren. Die eine sagt ich habe einen Schönheitssalon oder was? Ja, da heißt Society ist beisammen. Und also es wäre unser Untergang. So. Ja, es ist halt irgendwie so. Denkt an unseren guten Ruf! Dekadente bis kriminelle Belustigung, so Menschenversuche im Rollenspiel. Du musst nicht an Tribute von Panem denken. Ja nachher, die spielen Gott. Ne? Ja, stimmt. Tribute von Panem. Was davon hat es. Ne? Ja. Wir schicken so unsere Leute in die Arena und dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Und eklig, ne? Ja, aber es ist kein... Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht, ob diese Geschichte, die Ben Nevis da hat, aber die irgendwie abgekupfert hat, so wie wir es oft haben. Aber ich finde gar nicht mal, weil es ist nicht so, bei Tribute von Panem ist nach dieser Folge wohl entstanden. Dem hat man auch schon Plagiate vorgeworfen, von Stephen King bis Schieß mich tot. Aber ich finde, es ist nicht so deutlich, weil... dass man sagen könnte, er hat es da abgekupfert. Ich finde schon, das ist eine eigene Idee. Ich finde, dieses Motiv ist jetzt nicht neu, oder? Also aber es ist auch nicht reichen, so plagiiert. Die reichen Elitären, die irgendwie zu ihrer Belustigung irgendwie was inszenieren und notfalls auch den Schaden. Also ich finde, das ist aus dem Horrorfilm-Genre oder sowas, finde ich, gibt es das schon. Ja. Wenn es abgekupfert ist, dann aber nichts, was ich konkret kenne. Also ich auch nicht. Also ich meine, wenn man jetzt, sag ich mal, sagen würde, reiche Leute vergnügen sich, dann kenne ich ja eher den Teil, wo Mr. Burns alle einlädt und dann auf dich schießt. Also dann ist dann bei mir aber auch schon zu Ende. Man kennt dieses Motiv dann eher in dem Moment, wo es noch Richtung Gewaltexzess natürlich durchexerziert wird. Das ist hier nicht so ganz
ja, sind ganz auch klar, mit welchem Ausgang das eigentlich dann enden soll, wie weit die da bereit sind zu gehen, das also stimmt. Wie perfide, kriminell oder grausam dieses Spiel wird, ist da nicht ganz klar. Aber das ist, glaube ich, so dieses Motiv, was ich so aus dem Horrorgenre auch eher kenne. Das ist, ich meine, Hostel und Co. lebt auch, glaube ich, nur davon, dass irgendwie reiche Leute dafür bezahlen, andere zu foltern und Co. Ne? Aber so richtig, was sie da wollen, ist da nicht ganz klar. Aber am Ende soll mit dem super Spezialtrank das Gedächtnis gelöscht und die Spuren beseitigt werden. Ansonsten soll, glaube ich, nicht jemand wirklich zu Schaden. Nö. Aber es ist alles schon sehr niederträchtig. Ne? Also es ist irgendwie für eine Drei-Fragezeichen-Folge. Normalerweise handelt es sich ja meistens um Verbrechen, wo irgendwer versucht, sich einen Vorteil zu rauszuholen, was nachvollziehbar ist. Ja. Und nicht wirklich einfach nur aus Boshaftigkeit irgendwie, ne? Langeweile, Dekadenz. Ja, genau, Dekadenz. Aber es ist ja schon auch irgendwie körperlich bedrohlich zu dem Zeitpunkt, muss man sagen. Es wird jetzt gewettet, ob Peter und Bob entkommen können. Mhm. Und es ist ja nun mal auch eine Pistole mit im Spiel. Ja. Und ja, es wurde geschossen. Also, und irgendwie verlassen die ja auch die Spielregeln, wenn die sagen, ob die entkommen. Mhm. Ja, geschossen wurde nicht, dann, das war der Knall, war ja... Ja. Ja, okay, aber es ist die Pistole, die gibt es nun mal. Ja, aber die ist wahrscheinlich ertrappt. Ja, aber das wissen die ja nicht. Aber ja, ja. Es wirkt halt schon bedrohlich. Ja, ja, natürlich, weil jetzt geht es um die Wurst und das ist ja und schon. Sie haben Justus gefangen. Sie haben Justus gefangen, der kriegt den Trank und natürlich weißt du aber nicht, wie weit gehen die, weil die ja jetzt viel verlieren können. Dieser Henry bleibt ja cool, aber letztendlich, wenn es drauf ankommt, müssen die ja theoretisch die auch. Also sie können sich das nicht leisten, die laufen zu lassen. Genau, die Frage ist halt, abmurksen oder nicht. Ne? So. Ja, ich weiß, drei Fragezeichen-Universum eher unwahrscheinlich, aber mit dieser Spannung spielt das natürlich an der Stelle. Ne? Das wird, erinnert mich dran, am Schluss nochmal relevant im Buch tatsächlich, nochmal relevanter. Aber hier ist so der Bob, obwohl er der sein sollte, der klingelt, ist euch das aufgefallen? Sie haben ausgemacht, Bob klingelt. Ist er der eigentlich das belauscht und Peter kommt ja dann zurück und sagt zu ihm, hör mal, ich hab nicht geklingelt. Ich bin eingebrochen und hab ein Video gefunden, auf dem Sullivan steht. So. Und Dokumentation Sullivan. Und ich meine eindeutig, da so. Ja. Das ist auch nochmal guter Hinweis, wenn das du ein Verbrecher bist, schreib drauf. Ja, die 100 besten Fußballspiele oder sowas. Ja. Ne? Aber nicht das, schreib was drauf, du da... Beweismittel Sullivan. Ja, genau. Aber es wird schon deutlich. Alles mit viel technischem Aufwand. Ne? Ja. Und für die Technik zuständig ist auch hier... Mr. Martin. Ja, von der Technik. Ja, dieser gesamte Sender irgendwie, ne, scheint da mit drin zu hängen. Ich meine, klar, wenn du die Macht hast. Ja, klar. Und... Bob erklärt Peter, was er belauscht hat. Im Buch ist es so, Peter klingelt tatsächlich. Mr. Kelly macht auf und sagt, Peter, wo ist Bob? Und Peter so, also der ist, hey, Moment mal, woher kennst du meinen Namen? So, ne? Und dann ist klar, jetzt geht's ab und dann nehmen sie Bob, Peter gefangen. Ja. Okay. Und Peter kann sich aber befreien, dann ist er Dietrich-Setz und schließt dann zu Bob wieder auf. Das ist hier auch rausgelassen und ist auch gut so, kann man gut rauslassen. Ja. Ja. Also auch hier es die Umsetzung von Mininger wirklich sehr gut gemacht. Es kommt ja dann noch jemand mit dazu, der sagt irgendwie, er hat hier den Dicken, den Justus, im Auto. Ne, so, der würde jetzt, ja, wir kümmern uns jetzt um den Trank, wir mischen den jetzt an hier und so. Und woraufhin sie dann sagen, ja gut, alles klar, Justus ist da hinten im Auto, dann lass uns den mal schnell befreien gehen. Ja. Genau. Es geht auch tatsächlich jetzt Richtung Ende, finde ich, echt sehr schnell. Ja. Dafür, dass der ganze Fall unglaublich viel Zeit sich genommen hat, um atmosphärisch... Da war ich auch nicht. Ja. Ne? Alles nicht aufzubauen, ist jetzt auf einmal dieses perfide Spiel, es geht rasant, sie befreien. Ja. Justus? Sie wundern sich, warum da ein weiterer Wagen steht. Hä? Sie haben doch gehört, jetzt wird Justus angekarrt. Ja, ist doch klar, der kommt in einem weiteren Wagen. Hä? Das habe ich nicht kapiert. Ja, ja. So, aber sie finden Justus darin, sie lösen seine Fesseln und dann steht wer von ihnen? Debbie. Debbie heißt eigentlich gar nicht Debbie. Debbie ist nämlich Sheila von Noble Woman. Ja, sie heißt aber Susan, glaube ich. Ja. Aber sie spielt die Sheila. Genau, sie
Ja. Ich habe eh so irgendwie She-Ra, so He-Man und gibt's denn die Mystic Mountains? Gibt's bei den Masters of the Universe. Wir haben eine popkulturelle Referenz. Stimmt. Sehr nah dran. Genau, lass uns über He-Man sprechen. Ja, aber genau, aber sie steht auf jeden Fall da. Es wirkt erstmal so bedrohlich scheiße. Sie ist ja Komplizin, sagt aber direkt so, nee, ich mach nicht mehr mit, so, ich habe keinen Bock mehr. Der Mr. Caddy, der drängt uns quasi hier dazu. Wir haben alle irgendwie so, wir sind beschissen bezahlte Schauspieler, wir haben scheiß Rollen in Scheißserien beim Scheißsender und der verspricht uns hier irgendwie, keine Ahnung, bessere Rollen, wenn wir da mitspielen und was hier gespielt wird, seht ihr ja. Genau, und sie entdeckt ihr Gewissen. Genau, ich mach dabei nicht mehr mit. So, da steht sie da. Ja, genau. Wäre ich jetzt auf die Idee gekommen, cool, du hast doch eine Waffe. Ja, muss man eine haben. Wobei man muss sagen, vorher erklären sie ja kurz Justus, was alles ist. Und Justus sagt, ach, dass der Caddy drin steckt, das wundert mich jetzt nicht, weil ich habe diese Katze gefunden. Mhm, genau. Und, die goldene Chefkatze. Genau, und die ist ja genauso wie die goldene Chefkatze auch. Und deswegen hängen die alle mit drin, ist mir halt klar geworden jetzt. Ich habe nur damals, als ich die gefunden habe, das noch nicht rausgefunden, weil ich irgendwie keine Lust hatte, drüber nachzudenken. Also, es ist so. Ja, ja. Das ist doof. Ja, und auch dann, was dann passiert. Also da wird es halt auch so ein bisschen komisch, ne? Die kommen halt alle irgendwie raus und wollen Justus da jetzt irgendwie eigentlich aus dem Auto holen und dem den Trank verabreichen, der vom Geheimdienst. Ja, also da habe ich wirklich mit dem Kopf geschüttelt. Auch da hat es mich dann auch verloren, echt. Also, ja. Ja, und und warum habt ihr das bei Vollmond gemacht? Ja, weil Licht gut überlegt ist. Doch mal ein gutes Licht. Ja, das halte ich für ja. Ja, ja, nein, aber. Aber was halt dann so kommt, so ist Justus Tirade, die dann kommt, ne? So, sie können uns gar nichts und selbst wenn sie uns allen diesen Trank verpassen, wir haben da total verschlüsselt und da hinten irgendwo verbuddelt. Ja, genau, wo das so, Kreuz ist. Und da kommen wir da drauf und wir haben uns das verschlüsselt und blablabla. Das finde ich schon schlau, das findest du lächerlich. Echt? Nein, ich finde das nicht lächerlich, nur das geht mir alles zu schnell. Ja, das wirkt am Ende hinten alles so total komprimiert. Ja, das stimmt. Weißt du, es wird ausgiebigst irgendwie der Fall vorgestellt, was ich sehr schön finde. Und diese Szene dazwischen ist auch alles sehr schön und gut kombiniert. Und am Ende macht das dann so boff. Ja, am Ende ist das halt auch letztlich irgendwie, dann haben die Schauspieler halt irgendwie keine Lust mehr und verlassen die Bühne. Ne? So ja. Fast im Wortsinn. So, ja. Ne? Also ja, ja. Genau, der Mr. Caddy soll dann bedrohlich wirken, dann stellt sich aber ganz schnell raus, ey, pst, die Waffen, das sind nur Attrappen. Ja. Mhm. Und dann kostet Justus, wie du sagst, das einmal so aus, um ihm darzulegen, warum er ihm nichts kann, sprich jegliche Gefahr wird arrogant auch weggeredet. Ja, und es ist auch gar nicht mehr irgendwie, also es ist so dieses, alles klar, die restlichen Schauspieler, die noch beschissenere Rollen haben als Sheila bei Noble Woman, ich stelle mir das vor, die stehen sich so in Reihen gegenüber, genau. Ja, und dann treten wir einfach über und sagen, nee, wir sind jetzt in eurer Gruppe. Weißt du, so wie Grundschüler beim Fußballspielen, so, nee, ihr gewinnt gerade, ich bin jetzt in der Mannschaft. Ja, bin ich bei den anderen. Genau, also so, gesenktes Haupt und abtreten. Und dann ist vorbei. Oh, Entschuldigung. Ja. Und dann ist die Folge einfach vorbei. Ja. Da wird gelacht, genau. Und dann ist die Folge vorbei. Und dann wird sich auch noch lustig gemacht über die zwei. Ja. Also das ist mir noch aufgefallen, weil die sagt so, ach, die zwei hatten eh noch schlechtere Rollen. Ja, genau. Wie sollen die sich denn jetzt fühlen? Ja. Also, ne, die so, da würde ich sagen, nee, dann gehe ich doch wieder zurück. Genau, dann gehe ich doch wieder zurück. Ja, es ist, das stimmt, das Ende ist getrieben, aber man muss der Fairness halber sagen, auch im Buch ist es so, sie befreien Justus und sie hauen mit dem Jeep ab, der Schlüssel steckt. Und sie fahren und auf dem Weg begegnet ihnen Debbie, die da barfuß den Weg entlang läuft. Dann halten sie an und sagen, was machst du denn hier? Und die sagt, ich habe keinen Bock mehr mitzumachen. Ich finde, das geht einfach zu weit. Als das ihr da Miss Sullivan erwähnt hat, ist mir selber die Düse gegangen, da ist mir das alles klar geworden. Ja. Peter sagt, komm, jetzt die nehmen wir mit. Ja, und dann nehmen sie die mit. Und dann aber am Schluss, der Hubschrauber versperrt ihnen den Weg. Der Mr. Caddy kommt mit dem Trank raus und er hat ein Riesengefäß für Debbie. Mhm. Ja, weil er zu Debbie sagt, pass auf, du bist abgehauen. Dich mache ich jetzt, du kriegst einen größeren Trank. Du kriegst einen ganzen Liter über die Bierbonk. Ja. Und Debbie sagt dann, hey, Moment mal, das ist doch, da muss man doch wahnsinnig vorsichtig bei der Dosierung sein, haben sie gesagt, weil das wirklich vom Geheimdienst und so weiter so ein Trank ist. Und dann sagt er, ja, aber ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren.
du weißt zu viel und dann ist halt so, wenn du den jetzt, dann säufst du den und wenn du drauf gehst, mir doch egal. Ne? Mhm. So, also im, ja, im Sinne des zwischen den Zeilen sagt er das so. Ja, ja, und daraufhin hält Justus seinen Monolog, mhm, und überzeugt halt wohl auch die anderen, dass er das schafft, ja, ja, das aufzuklären. Ja. Und dann sagt sie noch, ey, komm, jetzt mal, ihr wollt da nicht wirklich mit drin hängen. Ja. Ihr wollt nicht wirklich einem Verbrechen, wenn ich jetzt da wirklich, ja, zu Schaden komme und so. Und dann ziehen die ab. Ja. Schön finde ich, wie sie erzählt, dass beim ersten Mal total schief gegangen ist. Ja. Ne? Dazu da so ein LKW-Fahrer, der die total verprügelt hat. So, ja. Häme. Ja. Aber ich hätte mir noch gewünscht, irgendwie, dass Miss Sullivan noch mal irgendwie mit ins Spiel kommt. Ja. Und dass sie halt ihren beschissenen Mr. Martin los ist, dass ihr Chef dann jetzt im Knast sitzt und dass sie halt arbeitslos ist. Ja. Ich hätte mir, ehrlich gesagt, hätte ich mir sowieso eine komplett andere Erklärung und Auflösung gewünscht. Ich finde, in dem Moment, wo die zu diesem Haus gehen, ist für mich die Folge, verliert die echt an Wert. Ich finde das schon ein tolles Motiv. Also da kommst du doch einfach nicht drauf. Und das ist schon toll, ja, weil da kommst du halt nicht drauf. Ja, ich weiß nicht, also vielleicht hätten sie, für mich wäre es schön gewesen, glaube ich, da zwei Folgen draus zu machen. Also gern, aber da, ja, das wäre vielleicht gut gewesen. Die Kombination finde ich so ein bisschen schade. Und dann kommt nämlich der echte Fluch des der Indianer. Der kommt dann. Ja, pass auf, nämlich der Mr. Ach Gott, was habe ich heute mit Namen? Wird zu Stein. Auf einmal. Ja, der echt so wie in der Heilige Gral bei Indiana Jones. Ja, ja. Ja, nee, aber ich meine, ich frage mich, was wäre denn eine Auflösung gewesen? Dass der Indianer wirklich da nicht, oder das. Ich habe mir da jetzt nicht auf die Schnelle irgendwie eine 1A-Geschichte noch so ausgedacht, aber das ist für mich, ist das einfach ein ganz krasser Schnitt in der Mitte des Hörspiels von diesen Magic Mountains in Indiana und mysteriöse Dinge im Wald. Und es wird auf einmal ganz unmysteriös. Genau. Es und ist dann ganz ist klassisch, auch dieses Bankraub, das spielt ja alles keine Rolle. Es ist dann abgelöst von, wir machen hier auf eure Kosten ein teures bis lebensbedrohliches Rollenspiel. Aber gut finde ich, wie da alle Fäden zusammenlaufen und wie einem alles klar wird. Dann in dem Moment irgendwie. Ne? Ich finde auch. Also ich bin da schon zufrieden. Warum, was du vorhin auch andeutetest, ne? Warum Debbie dann auf einmal, warum die dann zu diesem Tippi gehen und so, ne? Und doch nicht zu dem anderen Licht. Ne? So, weil sie sich ja irgendwie die Befehle reingeholt hat übers Walkie-Talkie und so. Ja, wobei, da ist bei mir so, sie wissen doch, wer die drei Fragezeichen sind, oder? Sie haben die doch bewusst ausgewählt. Das ist doch nicht, wenn die zufällig an Vollmond da lang fuhren und die sind ausgewählt. Mhm. Und sie wussten doch, die sind da an Miss Sullivan dran. Oder? Also, das weiß ich nicht, das wird nicht gesagt. Weil der Lastwagenfahrer schien ein Zufallsopfer zu sein. Okay, klar. Und die sagen ja auch noch, Mrs. Sullivan war ein so tolles Opfer. Ja, aber die war ja kein Zufallsopfer, oder? Weiß ich auch nicht, weil die Frage ist, stehen die nicht generell immer da? Die stehen einfach jeden Vollmond da auf gut Glück. Ja. Und es kann halt auch sein, dann sagen sie, oh, wie der Lastwagenfahrer, lieber nicht. Ja. Und dann muss aber eine stark befahrene Straße sein, irgendwo bei Vollmond. Ja, weil auch der Hubschrauber sucht es aus, angeblich. Wie soll der Hubschrauber? Käfer. Nehmen wir. Was die da genau auch für Wetten Druck abgeschlossen haben oder so, ist mir auch nicht. Ja, ja, nee, ob die das kombiniert kriegen. Ganz klar. Weil die kommen da an, so nach dem Motto so, und dann gibt es halt so, pass auf, ich wette da drauf, dass einer von denen feststellt, dass die nicht gefahren ist. So, 20.000. Ja, oder ja, ich wette, die Miss Sullivan, die läuft weg. Genau, oder wenn die dann irgendwie, ne, der setzt sich da und die kommen nicht da drauf, dass die nicht gefahren sein kann. Scheiße, meine 20.000 sind weg. Da müssen die aber auf jeden Quatsch auch wetten, wenn der eine da schon eine Million gewonnen hat. Tja. Ich wette, der geht jetzt nach links. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ich wette, der guckt sich jetzt und wette, der kratzt sich jetzt. Die 100.000 Wette ist ja schon die finale Wette. Also müssten ja schon 10 Leute dabei sein, dass du eine Mille abschaust. Du schon auf jeden Quatsch gewettet haben. Ja. Oder? Ja. Also, weil man hört ja nur Miss Day. Voll Gas, voll Spaß. Man hört ja nur diesen Henry, Miss Day und den Caddy. Ja gut, aber... Und den Mr. Martin, aber der wettet ja wahrscheinlich nicht mit. Nee, Mr. Martin ist Aufnahmeleitung, der ist nicht reich. Ja, aber... Der ist Lakai. Es ist halt, also es hat da so kleine Schwächen, weil die Frage ist, wie kommen sie auf die Opfer tatsächlich? Und
zum Beispiel auch die Sache, wenn der Adlerkopfanhänger nicht gewesen wäre, dann wäre vieles gar nicht ins Rollen gekommen. Da hätte Mrs. Sullivan gedacht, ich bin doof. Ja. Wie kommt sie an den? Also hat den der Indianer verloren? Verloren Warum? Oder sowas wäre ja möglich. Die brauchten den auch gar nicht. Wenn die dann Druck ist auf mit ja, ja. und hat ihre Drogenintus, weil sie haben ja sie auch unter Drogen gesetzt, glaube ich. Ja. Schon vorher, nicht nur mit dem Trank des Vergessens. Dann brauchen die doch nicht mehr so einen doofen Adleranhänger. Guck mal, wir sind echt, ich habe mal extra Anhänger gebastelt. Das stimmt. So. Ja. Ja, es ist ein bisschen konstruiert, ne, damit die drei Fragezeichen da auch irgendwie was in der Hand haben und rankommen. Ja. Also ja. Ja, es ist halt, genau, es ist halt wieder, es ist unglaublich ein sehr komplexes Konstrukt, was da in kurzer Zeit da irgendwie dargestellt und hingeworfen wird. Und vielleicht wären zwei Bände tatsächlich, hätte man draus machen können, vielleicht. Aber hier wäre die Story dann auch zu dünn gewesen. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, wie man die jeweilige Story dann noch irgendwie abrundet, aber für mich waren das irgendwie, hätte man da zwei draus machen können. Mhm. Aber das ist Geschmackssache. Ja. Das ist auf jeden Fall irgendwie eine krass zweigeteilte Folge. Buch 200, ne? Da machst du keine Doppelfolge. Vielleicht was. Ja, ja. Keine Ahnung. Ich denke, ja, der hätte das nicht gekriegt. Aber ich glaube schon, das ist, also trotzdem bleibe ich dabei. Tal des Schreckens ist eine Top-Folge. Ja. Also, ja. Da haben wir schlechtere hier schon verhackstückt. So, das ist eine wirklich gruselige Folge, die ich jemand empfehlen kann, der sagt, ich will mich zumindest beim, ja, was ist das, gruselig, zumindest bei Miss Sullivan. Also ihr haftet der Ruch des Gruseligen an. Ja. Das war sehr lange meine liebste Einschlaffolge. Ah, du harter Hund. Nee, ich mag die am liebsten, die Gruseligen zum Einschlafen. Ja, ja. Ich höre auch gerne Gabriel Burns zum Einschlafen. Das ist nein, aber einfach, weil die Atmosphäre da so dicht ist und weil auch diese ganze Soundkulisse so dicht ist. Und ich konnte mich da so gemütlich einmümmeln. Ja, so, ich hatte noch Kassetten damals. Ja, oft wach geworden bin ich vom Tschack, wenn der Kassettenrekorder ausgeht. Aber das ist witzig, das passiert mir auch jetzt, wo ich mir wieder eine angeschafft habe. Ach, du hast ja einen Kassettenrekorder? Ja, ich habe mir einen angeschafft. Ach, cool. Und das ist echt nervig, weil das ist genau die exakt super Grad, ich bin auf der Schwelle zum Schlaf Zeitpunkt. Ja, und dann klack und dann schießt einer. Ach nee, fällt die Tür. Ach nee, das war der Kassettenrekorder. Das ist ein Holztippi, der Indianer. Ja, ich gebe euch recht, die Folge ist toll. Und ich hab vor allen Dingen halt auch zu den Szenen krass Bilder. Ja. Im Kopf, das schafft die Folge Also, ob ich da jetzt jeden Kniff inhaltlich mitgehe oder nicht, aber atmosphärisch ist das eine Top-Folge. Aber sie hätte 5 Minuten länger sein können, finde ich. Also die hätten noch 5 Minuten dranhängen können. Irgendein, weiß ich nicht, ein Outro. Ja, aber ich muss auch zugeben, tatsächlich auch beim Buch ging es mir so, dass ich dachte, das geht jetzt aber hoppla die hopp. Man kann nicht sagen, das ist nur die Umsetzung. Und es sticht irgendwie auch raus. So vom ganzen Setting her, finde ich. Und auch so vom Motiv her und so. Also es ist schon irgendwie was Besonderes. Ja. Ja, sie ist wieder eine Anknüpfung auch an die Mystery-Geschichte. Also es ist am Anfang ein Fluch, was Übernatürliches, das sich als etwas, womit niemand gerechnet hätte, herausstellt. Und daher, finde ich, spielt sie schon wirklich für ihre, dafür, dass sie Nummer 98 ist, ja. Spielt sich für mich von der Qualität her in den Klassikern. Ja. Ne? So. Ja. Da sind sie halt schon ganz groß. Aber ja, sonst. Ne? Frage ist Charakter, die Frage ist Charakter der Folge. Gibt's einen? Habt ihr einen Charakter der Folge, wo ihr sagt, der ist charakterlich so herausgestochen, dass ich sage, das ist der Hammer? Mach mal. Ja, also mir ist es auch schwer gefallen, aber. Wenn man jetzt einen wählen müsste, ich würde die Anne Sullivan nehmen, weil sie als Auftraggeberin, weil diese ganze Szene der Auftragserteilung und Hintergrundgeschichte, was ist mir passiert, das ist einfach atmosphärisch dicht und da ist sie ein toller Charakter. Ihr kauft man die Notlage ab, sie schildert das mit dieser Stimmung, die unglaublich viel Spannung erzeugt. Und bleibt irgendwie da auch im Gedächtnis, obwohl sie dann ja lange Zeit im Hörspiel auch einfach gar keine Rolle mehr spielt. Ja. Und wie du ja auch gesagt hast, leider kommt sie am Ende auch nicht mehr. Ja. Aber sie macht das ganz stark. Ja, aber also, es ist halt irgendwie jetzt arbeitslos. Die ist tragend hier. Ja, tatsächlich, sie trägt diese Geschichte rein. Und wenn das nicht wäre, dann wäre das auch sehr, sehr schwer, diese Geschichte tatsächlich gruselig zu erzählen. Ja. Also es sind viele Kniffe drin, aber von dem Charakter her ist es
Kann ich sagen auch. Ich habe niemanden tatsächlich. Also ich müsste am ehesten auch Miss Sullivan nehmen, weil alle anderen, weiß ich nicht, Mr. Caddy, ne, verschenktes Potenzial, kommt ja auch nicht so oft vor. Mhm. Mr. Martin, nein. Du es hörst gibt ja unglaublich viele Leute, ne? Unglaublich viele Charaktere in dem Spiel. Ja, aber eigentlich alle nur so am Rande, ne? Die Polizisten. So Statisten. Polizisten, ja. So alle ganz kurz, ja. Ich bring Peter ins Spiel. Ich finde den toll. Der kommt auf die Nummer mit dem Vollmond. Der lacht so geil. Ja, so der sitzt da in der Zentrale und schreibt für Bob auf. Der bricht da ein und beschafft das Beweismaterial, weißt du? So, ja, das stimmt schon. Dafür, dass er der klassische Schisser ist, ist der genau. Treibende Kraft ja, auch. Ne? Ja. Was wiederum der macht schon geile zu Sachen. Meiner Kampagne Rettet Peters Ehre beiträgt, weil das ist ein verschissenes Klischee, dass der ein Schisser ist. Ja, er ist grundsätzlich vorsichtig, aber wenn es drauf ankommt, haut der rein. Ja. Das Peter ist der Beste. So, aber ja, wenn ich mit einem von den dreien unterwegs sein wollte, dann am ehesten mit Peter. Ja. Oh, schwere Frage. Oh, das sind aber verschiedene. Ja. Die Frage, na komm, ich will den schnapp ich mir. Am liebsten mal unterwegs sein. Boah. Ja, doch, da würde ich dir recht geben. Peter ist, glaube ich, da kannst du. Ich wäre schon bewundert von dieser Draufgängertum von Justus, bewundere ich schon. Also, dass der einen so mitzieht, sagt, ach komm, da gehen wir jetzt einfach hin. Ja gut, es kommt jetzt auf die Situation an. Ich meine, wir können ja mal einen extra Podcast machen zum Thema, mit wem von den drei Fragezeichen wären wir gerne unterwegs. Ich wollte einen Podcast machen, die drei Fragezeichen und die Frauen. Ja. Aber ja, man könnte auch mal einen, wir können ja mal kurz machen. Ist Liz Kelly, Tante Mathilda und Tante Mathilda. wir machen mal einen Podcast daneben. Ja. Muss man ja nicht hören, wenn man nicht möchte, kommen außer der Reihe. Nee, aber ist sehr spannend. Was uns dazu bringt, wenn wir da durch sind, natürlich habt ihr ein Zitat, das ihr in die Runde werfen wollt, worüber wir abstimmen wollen. Diesmal mit sofort funktionierender Abstimmen-Automatik. Ich hab's jetzt raus, glaube ich. Wie es funktioniert. Wir sehen Applaus. Ja, voll gut. Ja. Also habt ihr eins? Ja. Ich habe eins. Aber nur wegen der Betonung. Onkel, nein! Onkel, nein. Nein, es ist so, Onkel ganz Titus. Am Anfang, ganz am Anfang. Onkel Titus, bist du's? Und sie sagt, Onkel, nein! Aber wie die das sagt, ist halt einfach so geil. Und so fängt die Folge an und dann denkst du direkt schon, was? Okay. Ja, ist, okay. Mein liebstes Zitat. Ja. Ich habe Justus, der da irgendwie großartiger Motivationscoach ist, wenn es darum geht, irgendwie sich mal beherzt irgendwie des Falls anzunehmen, sagt er, auf einen engagierten Versuch folgt schließlich oft ein glückliches Ende. Das ist ja wohl mal was, dann kann man sich auch Das kannst du in Glückskeks. Ja, auch nicht schlecht. Also ich habe Peter, der sagt irgendwann, Das UFO. Scheiße, Bob, gib Gas. Weil er tatsächlich Scheiße sagt. Ich habe das erst beim x-ten Hören. Ja, aber er sagt so gepresst, irgendwie so Scheiße. Ja, also Bob, es wird geflogen. Ja, das UFO. Und vor allem, weil Peter für mich immer. Da müsst ihr jetzt noch nachgucken, wenn man bekackter Affe, dann wäre das auch noch was. Ich stelle es nochmal. Ich muss nochmal genau nachhören, will das nochmal hören. Aber weil Peter für mich auch der UFO-Typ ist. Ja. Also, mit UFOs, das ist sein Schwachstelle, sein Kryptonit. Ja. UFOs, ja, so. Ja, gut. Ja, ich habe ja gesagt, ich hätte Quiz, aber Quiz. Also mit Sicherheit auf zwei Fragen kommt ihr, weil ihr es eigentlich schon gesagt habt, aber was soll's. Die erste Frage ist die Soap, in der Debbie mitspielt. Noblewurm. Ja. Richtig, ja. Das hast du als erstes gesagt. Die nächste, nämlich der Vorname von Miss Sullivan. Anne, richtig. Jetzt, aber da kommt ihr nie drauf. Okay, jetzt. Das muss jetzt. In welcher Straße liegt Sundown TV? Es wird erwähnt. Irgendein Ring, warte mal. Und ihr kennt den Namen von woanders. So viel sage ich. Ach Mann. Ich habe die heute Mittag noch gehört. Na, ist mir das noch eingefallen. Also da hab ich noch. Also ihr müsstet Boulevard? Sie wirklich kennen, weil sie in dieser Name in einem unserer beiden Filme vorkommt. Crestview Drive. Nein. Das ist ein Name einer Person in unserem Film.
Und zwar von einer Person, die man für den Bösewicht hält, der es aber nicht ist. Hä? Ach, hier, Rufino, wie heißt er? Nee. Ich sag's. Ja. Ich wollte sagen, wenn es auf dem Schlauch in der Santora Street. Ah! Mr. Santora. Okay, krass. Ja. Nee, da. Ja. Deswegen ist mir das überhaupt jetzt aufgefallen. Ja. Ne? So, weil das nochmal da extra. Die erwähnen das am Anfang kurz. Ja. Santora Street. Ja, so ist es. Ja. Ja. Ja, schön war es gewesen. Da sind wir am Ende von dieser tollen Folge. Wirklich. Hat Spaß empfehlenswert. Gemacht. Muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Schleichen wir uns mit Indianergesängen langsam raus. Oh ja. Ja. Und überlegen, ob wir Sonderfolgen produzieren. Ich nagel euch da jetzt drauf fest. Ich bin's, der Adlerkopf. Sonderbar. Ich bin Häuptling bekackter Affe. Ich denk mal sowas immer an Sepultura. Kennt ihr noch dieses Arise-Album von Sepultura? Nein. Das fängt teilweise, das ist so Metal-Zeug aus den 90ern, aber so richtig so Grunz-Gröll-Metal. Und die haben halt deswegen auch hier die so, ja. Aber die haben auch nicht.